Okay, ich freue mich sehr, den weiteren Vortrag anzukündigen von Makarios in der Reihe Mathe macht Spaß. Programme und Beweise in dieser Welt. Also sagen wir mal, das hat mich da sehr gereizt. Du hattest vor Weihnachten, das war aber schon in der Faschingszeit, hast du ein paar Beweise gemacht. Also da waren ja dann so Kantors Theorem und danach bei eurem Workshop war, man solle beweisen, durch die Abwesenheit von Quinckschen Ring beispielsweise, dass für uns was gilt. Und das war ja im Fasching. Und jetzt machen wir sozusagen wieder den dass man echte Beweise macht. Also bei mir sind die Slides immer Englisch. Ich kann den Talk auch in Englisch machen, aber ich mache ihn auf Deutsch, glaube ich. Ich habe das so angekündigt. Also wir fangen langsam an. Also ich versuche irgendwie so ein bisschen so eine Perspektive aufzubauen. Was ist eigentlich Isabel? Das ist ja relativ schwierig zu sagen. Also wir haben hier immer dieses Monstrum seit ein paar Jahren. Ich habe das in den Slides. Also Hanabusu Ichigo, das ist glaube ich ein japanischer Zeichner. Der Bleifangsexmaligen Elefant, das ist eine alte asiatische Geschichte, die seit einigen Jahren in der westlichen Wissenschaft rumgeistert. Dass man also da werden diese blinden Bettelmönche in die Wildnis geschickt und dann treffen sie so einen Elefanten und dann müssen sie, wenn sie dort zurück sind, erklären, was sie gesehen haben oder was sie, die haben ja nichts gesehen, die sind ja blind, also was sie ertastet haben. Der eine hat halt jedes Ohrwaschel und der andere hat dann die Stoßzähne und der hat den Schwanz und so weiter und die erzählen dann immer eine ganz andere Geschichte. Und das Problem ist sozusagen, wir haben so ein komplexes Ding, was über viele Jahre da entstanden ist, das ist, also man kann da viele Sachen draus machen und es liegt auch immer an der Kreativität der Doktoranden, was sie draus machen. Und ich versuche hier ein bisschen ein Gefühl für zu vermitteln, was Isabel so ist, dass man also so ein paar Körperteile so ein bisschen ertasten kann. Und vor allem möchte ich auch also am Ende erreicht haben, weil der Prof hat schon wieder so hier so zusammengezuckt ist bei Beweisen und so, dass man also Beweise sind, das fällt in die Kategorie des Open Labs, das hat ja verschiedene Punkte. Schönheit und Kunst ist der letzte Punkt vom Open Lab. Also da fällt es rein sozusagen, das ist ästhetisch alles, Schönheit und Kunst. Also da, und schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Also wenn man so gar nicht weiß, was irgendwas ist, dann schaut man in die Geschichte zuerst mal an. Also LCF Pure Family. Also LCF ist ein System, also Logic of Computer Function. Das hat also Robin Milner, eigentlich die Logik geht zurück auf Dana Scott. Also die haben in den 70er Jahren. Der wird vortragen jetzt bei 100. PSSL Cambridge. Wer? Dana Scott, ja. Und den sieht man öfter. Also ich habe den auch schon. Also Dana Scott hat in 1969 Logic of Computer Function als Logik erfunden. Das ist also in gewissem Sinne die Mathematik hinter Haskell, wenn man so will. Oder man kann es dafür verwenden auch. Und der Herr Milner hat dann da also ein implementiertes System draus gemacht, was dann 1979, das ist dann auch schon die zweite Generation, aber das ist die überliefert ist. Da habe ich also einen Papierausdruck mal gesehen oder gehört, dass Leute sowas gesehen haben, dass da ausgedruckte Lisp-Code war und sowas. Also wir haben eine Logik, das ist im Prinzip hier Berechenbarkeitstheorie, also das ist ein mathematisches Modell für Sprache wie Haskell und so eine Meta-Language darum, nämlich ML. Also der Milner, der hat auch das ML erfunden und er hat das gemacht, damit ich sozusagen das System programmieren kann, dass es ein programmierbares System wird. Das sehen wir dann nachher noch. Also Edinburgh hat das ursprüngliche LCF, später gab es ein Cambridge LCF, wo Larry Paulson mitgearbeitet hat. Und der Larry, der hat dann die letzte Version von Cambridge LCF irgendwann Isabel genannt und hat ihn ein bisschen umgebaut und es war dann 86 hier unten die erste Isabel-Version. Kohl ist also auch aus dem LCF entstanden, das ist ein anderer Zweig, das ist der britisch-australische Zweig, das ist der französische Zweig, der ist auch aus dem entstanden. Das Witzige ist, dass also aus dem Fork von dem hier Isabel und Koch beide entstanden sind. Das wissen heute die Franzosen oft gar nicht mehr oder die verleugnen das. Also wir gehen beide auf diesen LCF-Fork zurück. Und dann hat der Huy, Gérard Huy hat dann gesagt, ich mache jetzt was ganz anderes, das muss alles sehr französisch sein. Und dann hat er Koch gedacht, aber da sind noch viele Ähnlichkeiten. Ich habe nur, es liegt teilweise an mir, dass es jetzt äußerlich völlig anders aussieht. Also ich selber bin hier 1993 eingestiegen auf der Linie. Ich habe dann später sozusagen die Geschichte, weil mich sowas interessiert, ein bisschen erkundet. Also ich bin seit 93 da unten in dem Bereich. Und habe also jetzt kürzlich hier, ich habe irgendwie 28 Releases raus, aber ich weiß gar nicht mehr. Also alle 10 Monate kommt ein Release raus. So, was ist Isabel? Also ich sage dann immer seit ein paar Jahren, also Domain-Specific Formal Languages. Also es ist irgendwie so ein Sandkasten, in dem ich so verschiedene Sprachen irgendwie zusammen benutzen kann.
Formal Languages, also Domain-Specific Formal Languages. Und da haben wir also Logik, Programmiersprachen und Beweissprachen. Und bei der Logik, da haben wir das Pure, also es ist mal Isabel slash XYZ bei mir, die Terminologie. Also Pure ist Logical Framework Puts of Environment, also das ist so ein bisschen wie so ein, ja, das ist Minimallogik und das ist ein bisschen wie Higher Order Prolog. Das werden wir nachher noch ein bisschen sehen, ein klein wenig. Obwohl, das ist eigentlich hier so normale Mengenlehre, eine eingeschränkte Form von typisierter Mengenlehre. Das werden wir auch noch ein bisschen sehen. Und so zwei wichtige Programmiersprachen, also ML ist die Meta-Language von Bilder im Prinzip, die haben wir aber sehr stark hochgezüchtet. Also es basiert alles auf PolyML, da ist also David Messius unten drin, der in Cambridge und in Edinburgh sich aufgehalten hat in den letzten 30 Jahren, jetzt wohnt er in Edinburgh. Und der arbeitet jetzt wirklich seit 30 Jahren an dem ML-System. Der hat also erst kürzlich wieder da ein paar Sachen gemacht und so. Das ist ein sehr hochgezüchtetes ML-System. Scala, das habe ich vor 8 Jahren angefangen, dass ich das mit eingenommen habe. Also ich implementiere Logik-Tools in ML, das ist die Meta-Language für die Logik, und ich mache Systemprogrammierung oder System Integration, habe ich das hier irgendwie genannt, auf der JVM in Scala. Und ich programmiere das so, dass das so ähnlich aussieht. Also Scala ist für mich ein Eintrittsticket als ML-Mensch in die JVM-Welt. Das habe ich also vor 8 Jahren so als Konzept festgelegt. Und da kann man da so hin und her spielen. Das werden wir gleich noch sehen. Beweise, da wird es natürlich interessant. Also Beweise, das hat man sehr wenig. Beweise sind immer so was, wo man dann sagt, ja, das ist Übung und das kann man zu Hause machen. Und dann kritzelt man da irgendwas auf dem Papier und dann... Und ich habe also in meiner eigenen Doktorarbeit, die 2002 fertig war, da habe ich dieses Intelligible Semi-Automated Reasoning eingeführt, hier, also PISA, Intelligible Semi-Automated Reasoning, ist halt diese strukturierte Beweissprache, mit der werden wir nachher Beweise machen. Und am Ende kommt ein schön gedrucktes Dokument raus. Also diese Folien sind eine ISA-Theorie, die halt mit LaTeX dann gemacht wurde. Also das erste Beispiel ist also Document Preparation. Das ist die Sprache, das ist Document Preparation, also was die kann. Die kann hier solche Headings, also Chapter, Section und so weiter. Die kann so Textblöcke, also wenn ich da irgendwas sage, so einen Absatz, dann sage ich da Text und dann schreibe ich den Absatz hin. Und dann gibt es hier so Markdown-Listen. Das ist jetzt neu in der Release, das sehen wir gleich. Und dann kann ich da auch noch so LaTeX-Makros reinrüsten. Das wird immer weniger gebraucht eigentlich, weil die Struktur hier schon sehr viel leistet. Und dann kann ich. Gerade die Isabel, oder? Das ist jetzt kein. Also das ist jetzt die PDF-Fassung. Wenn ich hier unten bin, dann gehen wir rüber, springen wir rüber auf die Source. Das Beispiel ist nämlich diese Quelle hier. Also die Selbstanwendung machen wir gleich. Ich muss noch hier kurz sagen. Also hier haben wir so eine Art formale LaTeX-Struktur mit Markdown. Und hier können wir innerhalb des Textes mit Anti-Quotations uns auf formale Dinge beziehen. Da kann ich plötzlich einen Term reinschreiben. Und der wird dann gedruckt, formal geprüfter Term. Und das Beispiel ist dieses Dokument. Hier muss ich noch ein bisschen mit der Tastatur. So, und da gehen wir jetzt rüber auf Slides. So, und jetzt bin ich also im Editor und hier, das sind meine Slides, die Struktur. Da war dieses Chapter Section, und da war Document Preparation. Das war die Folie, die wir gerade gesehen haben. Hier geht das hier. Jetzt muss ich da. Jetzt können wir sozusagen Selbstanwendung machen. Also das ist also die Source-Variante von dem, das andere ist nur Pretty Printing sozusagen. Das ist genau dieselbe Sache. Also stand halt da, Paragraph, Structure Marks up, naja, Section Headings und dann Chapter Section, also das habt ihr vorhin gerade gesehen. Und da sind jetzt hier so komische Symbole. Und das ist eine Notation für Anti-Quotations. Also ich kann sozusagen, vorhin war ja die Frage bei dem anderen Vortrag, was ist denn das eigentlich? Man macht dann in der IDE hier mit Control-Hovering, fragt man ja, was ist denn das? Ja, das ist die Dokumentsprache. Also dieser graue, das sieht man ja, dieser graue Block hier, kann ich hier fragen, ja, was ist denn das? Ja, das ist ein Kommando, was Text heißt. Das ist eben die Dokumentsprache. Und wenn ich jetzt innerhalb der Dokumentsprache mich auf formale Sprachen wieder beziehen will, dann hovere ich hier so drauf, ja, das ist jetzt ISA wieder. Also innerhalb der Dokumentsprache habe ich das kleine Stückchen ISA. Dieses komische, dieser Bubble hier, ist eine Dokument-Anti-Quotation, die heißt Theory Text. Also es ist so ein formales Ding, was sagt, dass diese
diese Klammern hier, die habe ich in Frankreich eingeführt, das heißt cartouche en français. Also die Gumi semble. So, das sind orientierte Quotes, die braucht man fast nie. Die kann man im Französischen benutzen, aber wenn man sie verwendet, sind sie immer so geklammert. Also wenn jetzt ein Franzose zufälligerweise hier Gumi semble verwendet, dann ist das kein Konflikt mit meiner Verwendung als cartouche. Ah, Franzosen machen ja auch doppelt. Die verwenden meistens die doppelten, die sind in Isolatin drin, die sind nur in Unicode drin. Und das sind die sehr selten und wenn sie verwendet werden, sind die so orientiert. Das heißt, es ist kein Konflikt. Also wenn andersrum ich das, orientiert. Im Deutschen macht man die falsch schon. Die Deutschen haben das irgendwie missverstanden. Also da gibt es eine eigene Geschichte dazu. Der Name davon ist nicht Gumo, wie das bei Adobe gesagt wird, sondern Gumi. Die Gumi. Gumi something. Aber da möchte ich nicht zu weit abschweifen. Also ich habe in Frankreich gelernt, dass man diese tolle Notation als orientierte Quotes, das ist ganz wichtig. Vorhin haben wir diese Quotes gesehen bei der Termsprache und ich kann das beliebig schachteln. Also ich habe hier, also Domain-Specific Formal Languages, das ist im Moment, wo wir sind. Und ich schachtel viele formale Sprachen ineinander. Ich kann auch neue Sprachen erfinden. Also die Sprache ist die Dokumentsprache und da drin habe ich sozusagen eine Anti-Quotation, die jetzt ISA nochmal einschachtelt und sieht es visuell eben, dann kann ich eben mal schnell eine Folie machen über ISA. Das ist quasi die ultimative Literate-Programm. Ja, ganz genau, das bringt es genau auf den Punkt. Also formales Literate-Programming-Modell und ich kann das beliebig schachteln. Und ich werde nicht wahnsinnig, weil diese schön orientierten Quotes das hier... Und die gestrichelten Kästchen, sind das fehlende Symbole oder ist einfach... Nee, also es ist einfach, da gehe ich nochmal rüber auf die Version hier, das sind einfach eine Anti-Quotation-Notation. Normalerweise ist da die alte Notation, also hier diese Klammeraffe, geschweifte Klammern außenrum und dann ist so wie in Lisp ein Name, hier können Optionen sein und hier Argumente, so wie in Lisp. Und ich habe eine neue Notation jetzt für die Release eingeführt, das ist ein Kontrollsymbol, also wenn das Argument nur eins ist und das Argument ist syntaktisch eine Cartouche, dann kann ich das hier mit dem komischen Kontrollsymbol schreiben, das ist Isabel Kontrollsymbol, die kann ich rendern. Und das ist einfach ein gerendertes Kontrollsymbol, was wir hier sehen. Ich kann das jetzt, da schweifen wir zu sehr ab, dieses Ding hier ist einfach ein Kontrollsymbol. Das heißt halt Theory Text. Ich lese es einfach vor wie so Custom LaTeX-Symbole, die du halt mit Backslash hast. Also ich weiß nicht, ob du diese Symbolsyntax mit dem Backslash an LaTeX angelehnt hast, aber es ist ursprünglich mal aus LaTeX, also wenn ich jetzt, wir sehen es ja gleich, also wir schweifen jetzt so weit ab, es kommt ja gleich. Ich habe halber mal gefragt, wie gibst du es ein? Da gibt es in der IDE Input-Methoden, also mach mal, auf der Tastatur hier, warte mal, das ist die deutsche Tastatur. Also auf der Tastatur ist es durchaus geschrieben. So, for all, da, und dann wähle ich das hier aus, for all xx, da gibt es, also ich muss mich an die deutsche Tastatur von Ihnen gewöhnen, das geht normalerweise ist alles sehr flott. Jetzt habe ich sozusagen hier eine Formel eingegeben, selbst auf seiner deutschen. Ich habe zu Hause auch eine, aber man muss sich immer an Tücher werden. Das heißt, er hat irgendwas mit Reisen gemacht und euch gedacht, cool, dann muss aber LaTeX auch noch irgendwie bleiben. Nee, also. An der Realität, also es ist nur das System. Das System macht alles, was für das tägliche Leben des Isabel-Menschen sozusagen gebraucht wird. Und also ich selber bin ja jetzt auch über 20 Jahre dabei und da kann man sich schon vorstellen, also ich bin hier völlig fremd auf seinem Rechner, aber ich weiß, dass ich jetzt Isabel habe, dann weiß ich genau, was ich da alles dabei habe. Also außer PDF-Viewer sozusagen ist da alles ist drin. Über E-Mails. Noch besser. Also ich war ja auch mal Emacs-User bis vor ein paar Jahren. Aber das ist halt vielleicht kein Emacs heute ist halt, wenn du, ich glaube, du wirst wahnsinnig werden, wenn du heute noch mit ASCII umschreiben würdest. Ja. Also wir könnten das, also hier ist die IDE, jetzt gehen wir mal zurück. Also wir spielen jetzt ein bisschen. Wir spielen jetzt ein bisschen mit diesen Sprachen. Und zwar ist der Sinn, also mein Document Preparation ist sehr wichtig, aber es ist ja auch jetzt nicht sozusagen essentiell. Also das Textverlagern. So, jetzt habe ich hier eine Theorie A aufgemacht, also Spielfeld ist alles formal, also ist alles eine Theorie. Ach ja, klar. Und jetzt machen wir Pure, Whole, ML und Scala, die vier Sprachen machen wir jetzt. Also schreibe ich jetzt hier irgendwie Section, da muss ich jetzt, genau, Pure, so. Pure ist einfach Lambda-Kalkül mit Minimallogik. Lambda-Kalkül hat, also gibt es ein Kommando Term, wo ich dann Terme hinschreiben kann. Term kann irgendwie atomar sein, also eine Variable, oder es kann eine Applikation sein, f auf x,
oder es kann eine Abstraktion sein. So, das geht hier alles ganz intuitiv auch auf seiner Tastatur. So, das ist normaler Lambda-Curl. Und jetzt kann ich sozusagen, das ist alles formal, das ist jetzt nicht Syntax-Highlighting, das ist so ein Semantic-Highlighting, was hier passiert. Also wir wissen jetzt schon mal, dass das Ding hier ein Term ist, das sagt uns das System. Schauen wir in den Term rein, und da ist irgendwie hier eine gebundene Variable x, die den Typ a bekommen hat. Und dieses f ist ein, müsste ein freies f gleich kommen, wenn ich das hier hinhoppere. F passiert den richtigen Typ, also jeder Haskell-Mensch weiß sofort, was das ist. Das ist nur notationell halt ein bisschen wie ML hier. Also die Ticks sind Typvariablen und das ist halt der Pfeil hier. Da sehen wir jetzt, dass der Fun heißt. Das ist also Lambda-Kalkül. So, und dann gibt es da eine Logik darüber, Minimallogik mit zwei Konnektiven. Also A nach B. Das ist dieser Doppelpfeil. Und ich habe das jetzt auch mit diesen komischen Props davor geschrieben, damit das wirklich pure Props hier werden und nicht Bool. In der Anwendung hast du immer Bool und dann ist das der meisten vorkommende Fall. Und wenn man den nicht haben möchte, sondern pure, dann muss man extra Schlüsselworte vorschreiben. So, das ist also Implikation in der Minimallogik und der Quantor hier, dieser universelle Quantor. A von x, sagen wir mal, oder wo man das. Jetzt können wir auch wieder fragen, was ist das? Also das Ding hier ist pure Imp, pure Implikation. Und das ist hier jetzt pure All, das ist der Quantor. Und der nimmt als Argument, das Ding hier ist jetzt ein Prädikat über den Typ von x. Und jetzt sehen wir wieder, dass ich hier Whole in Wirklichkeit geschrieben habe. Wenn ich nichts schreibe, ist das Whole. Wenn ich Prop davor schreibe, ist es pure. So, da haben wir jetzt A nach Prop. Das ist jetzt pure. Und da kann ich jetzt hier Hornklauseln aufschreiben mit den beiden Konnektiven. Und die kann ich beliebig schachteln, diese Hornklauseln. Und wenn man die dann im vorigen Vortrag haben wir das gesehen, du hattest diese Slide mit den vielen Inferenzregeln, das sind dann alles nur Hornklauseln. In einer bestimmten Notation mit so einem Strich. So, jetzt machen wir mal weiter mit Whole. Also pure ist eine Sprache, um Regeln in geschachtelte Hornklauseln-Notation aufzuschreiben. Und pure ist jetzt nur eine Sprache? Oder also ist hier eine Syntax. Genau. Und dann diese logischen Konnektive und dann habe ich Minimallogik dazu. Dann gibt es die üblichen Regeln, wie ich Pfeile einführe und dann anwende oder wie ich Quantoren herstelle und das ist dann wieder, also Minimallogik. Und das ist semantisch auch in deinem Bereich, also da Higher Order, Topos oder irgend sowas müsste man dann haben. Da ist noch keine Entscheidung gefallen, dass ich jetzt irgendwie klassisch werde oder nicht. Die Entscheidung wird dann in Whole gefallen, dann macht man dann eine Theorie Whole und dann schmeißt man Axiome rein und die fügt Dinge so hinzu, dass man nachher bestimmte Sachen, dass man sich festgelegt hat auf klassische Logik oder so. Aber man hat weiterhin dieses Pure hier als eine Notation für Regeln. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir diese Konnektive sehen, ist es immer zum Regeln hinschreiben. Das werden wir nachher ständig sehen. Wenn ich jetzt Whole mache, dann wird einfach die Termsprache irgendwie, Whole habe ich hier in dem Main-Kontext alles mit drin. Wenn ich jetzt die Termsprache, also da habe ich dann konkrete Sachen, da kann ich dann machen x kleiner y oder so. Und dann ist das hier irgendwie Orderings, Ord, Class, das ist dann mit Typklassen gemacht und so weiter. Also das irgendwie die Whole-Library führt halt da irgendwas ein. Das ist jetzt hier eine Typklasse, die sogar rein zu taktisch hier ohne irgendwelche logischen Beschreibungen, was das sein soll. Also eine riesige Library, die jetzt mir konkrete Sachen einführt. Also kann ich das Pure? Ja, also Pure ist ja die Bootstrap-Umgebung und dann fängt man an Whole, dann fängt man mit der Basisaxiomatisierung an von Whole. Und dann macht man viel. Also wir können das hier sogar sehen. Wenn ich jetzt hier Theory Depths mache, kriege ich so einen Graph. Ich habe den Main-Kontext importiert, der enthält jetzt alles von Wohl. Und das ist jetzt irgendwie so ein Riesending. Ah, den sehe ich hier nicht, den Graph. Da müsste ich. Nee, der ist kollabiert, weil ich hier das Image habe. Also das kann man, also das schweift man nicht ab, aber wir können es. Also ein Riesengraph, da haben viele Doktoranden und Postdoktoranden und sonstige Leute über Jahre, also das ist ein Mega-Ding. Das ist also Batteries included. Das ist also Wahnsinn, was da alles drin ist in dem Wiederholleiter. Alles in Pure, also erst in Pure geschrieben und dann in Bootstrap. Ja, du kannst dir im Prinzip vorstellen, wie in einer normalen Programmiersprache auch. Du fängst mit einer ganz kleinen Basisbibliothek an, die was das im Prinzip, was der Compiler dir bereitstellt, einfach nur dadurch, dass er existiert, und du musst wieder mehrere Bibliotheken oben drauf tun. Und Roll ist halt so die Standardbibliothek, die ungefähr alle benutzen. In Pure musst du so von nichts anfangen und dann musst du erstmal sagen, wie mache ich überhaupt eine Theorie und wie mache ich das in der Library, und dann schließt man das Pure ab und dann kann man im User Space viele Theorien drauflegen. Also wird in Pure erstmal gesagt, was ist ein Modul überhaupt? Ja, wer ist denn quasi drauf gekommen, dass Pure genau dieses
Statements braucht? Oder? Das hat Larry Paulson 1989 in dem Papier The Next 700 CEO. Das ist ein ganz berühmtes Papier, das ist ein ganz visionäres Papier. Das zitiere ich immer wieder gerne und nehme immer Zitate raus, weil dann auch über das User Interface was sagt, 1989 und so. Das sind immer noch heute gültige Aussagen von Larry Paulson. Ein sehr visionäres Papier. Die ursprüngliche Idee war, dass man Pure genau so macht, dass man relativ beliebige Logiken oben draufsetzen kann, also jetzt nicht zum Beispiel nur Higher Order Logic, was halt irgendwie so Mengentheorie ist, sondern dass man auch irgendwie First Order Logic drauf machen kann oder halt Zermelow Denke oder irgendwas Intuitionistisches oder halt irgendwas anderes. Genau, also am Anfang hatte das große Bedeutung, verschiedene Logiken, und heutzutage ist fast alles cool, aber es ist weiterhin möglich, da andere Logiken zu machen. Hier gibt es jetzt so witzige Notationen. Wir haben es ja ein bisschen, es schien so ein bisschen durch beim Cornelius, so das war sozusagen aus der Endanwendersicht und dann auch noch sozusagen eine semi-formale Präsentation. Er hatte hier so ein Bar, das ist wie in der Mathematik aussieht, die Menge aller x Strich und dann eine Eigenschaft. Ja, und das sieht nicht auf die Kamera drauf, das ist ja noch immer schief. Du musst ein bisschen das Fenster in die Mitte, weiter in die Mitte schieben, weil sonst die Kamera das. Hast du da? Ist es drauf? Also ich kann auch das. Ist alles in Ordnung? Ist so alles in Ordnung? Ja, ja. So. Also die Notation ist sehr stark von Lambda-Kalkül beeinflusst. Wir sehen ja hier Lambda x Punkt bla. Und mit dem Quantor schreibe ich das so ähnlich. Das hat ein anderer Binder hier vorne. Statt Lambda steht hier der Quantor. Wenn ich jetzt so eine Mengenkompression mache, habe ich witzige Klammern und dann auch x Punkt bla. Im Body ist es eigentlich immer das gleiche Prinzip notationell. So, jetzt machen wir hier weiter, dass wir Section. Sieht man schon, dass ich an dem System lange rumgeschraubt habe, weil das von sich aus das macht, was ich möchte. Ist hier nicht die Completion. Also, wir können hier Mathematik betreiben. Das werden wir nachher machen. Dahin möchte ich auf jeden Fall kommen. Wir haben jetzt 25 Minuten ungefähr schon. Jetzt tun wir mal ein bisschen schnell in ML noch rum. Da kann ich auch, das ist auch eine der vielen eingebetteten Sprachen hier, die ist aber besonders wichtig, weil wir sozusagen hier die Implementierung sehen. Also hier kann ich irgendwie konventionell irgendwie was machen. Und dann machen wir irgendwie Funktion f von 0 gleich 1. So, da kann ich irgendwas machen. Jetzt habe ich da eine Funktion definiert. Und oder was anwenden. Jetzt kann ich zum Beispiel die Ausgabe, dass dann so hier, dann sehe ich, was ich hier gemacht habe. Also ich habe hier a gleich 2 und f habe ich definiert. Und dann habe ich das hier angewandt, da kam hier was raus. Sieht man, dass wir hier normale Integers haben und nicht irgendwelche Maschinenworte. Da kann ich hier rumhoffern, da, also das ist jetzt eine Funktion, das ist ML, da habe ich eine Sprache an Bord, die zufälligerweise das System implementiert, also den logischen Teil des Systems. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch das Schachteln, wenn wir jetzt den Term hier oben nehmen. Der Term steht da in ISA. Und jetzt machen wir mal val t gleich, und jetzt mache ich hier diese Notation mit den Anti-Quotations. So, das ist zufälligerweise die Syntax gleiche. Also hier haben wir ein Kommando, was Term heißt. Hier haben wir eine Anti-Quotation, die heißt Term und die hat die gleiche Syntax zufälligerweise. Und dann steht hier der Term. Den schreibe ich hier rein. Das ist auch formal der gleiche Term. Und wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich, Darstellung des Terms in der formalen Logik, das ist symbolische Logik, da sehe ich einen Term als einen Datentyp, der halt verschiedene Konstruktoren hat. Der Term ist also hier irgendwie eine, da sehen wir jetzt, dass hier so diese Set-Comprehension-Konstante ist, die dann ein Prädikat und daraus ein Set macht. Also der Dollar ist normale Applikation bei uns in der Termsprache. Also hier, das ist das Lambda hier. Also wir schauen auf die Syntax der Logik, das ist normale symbolische Logik. Ich mache bitte gleich, aber was ist das System, außer relevant? Also was ist das System, Isabel? Wenn ich das System sage, meine ich hier alles. Also Isabel ist also die Universalumgebung, die ich nie verlassen muss. Also Mail lesen kann ich da drin nicht, aber... Pure ist in ML implementiert. Also zum Bootstrappen verwendet man, Pure ist, fängt mit ML an und da kommt immer mehr dazu. Ist das dann alles in Pure implementiert, oder... Also wir sind jetzt hier mit Main, sind wir ganz, ganz oben in dem Turm mit Hole und allem. Wir haben jetzt also den ganzen Hole-Kontext da unter uns, dann haben wir Pure. Und Pure ist auch ein komplexer Turm mit allen möglichen Dingen. Da werden wir noch ein bisschen mehr sehen vielleicht. Aber es ist eine konkrete Frage. Wenn man jetzt was in dem L schreibt, dann muss man ja
der ML-Compiler ist ja jetzt nicht irgendwie. Ist der ML-Compiler auch bewiesen? Nee. Also Linux ist ja auch nicht bewiesen. Also alles, was man hier in ML schreibt, ist quasi No Man's Land so ungefähr. Naja, also das ist auch ein eigener Stack nochmal, um das zu implementieren. Das ist also eine gewisse Komplexität. Ich glaube, der Lars arbeitet ja auch damit mit diesem ML. Gell? Also du bist mit in dem Projekt. Also es gibt Leute, die sind so ambitioniert, dass sie sagen, wir machen den ganzen Compiler-Stack mit allem voll bewiesen. In ein paar Jahren ist das vielleicht mal fertig. Ja, die Frage ist halt eher, man muss ja für Geschwindigkeit der ganzen Sache oft auf ML wahrscheinlich dann ausweichen. Wenn man irgendwie sagt, ja, das funktioniert so, aber also als, muss es schneller haben. Als Normal-User muss man kein ML kommen. Okay, aber er ist ja also du kannst, du hast die Freiheit, das ist ein bisschen so, also wie bei Emacs oder wie bei Smalltalk, also du hast eine Universalumgebung und du kannst da drin Sachen implementieren oder Sachen einfach verwenden. Und wir haben da sehr viel Syntax drauf getan, sodass wir eine Anwendung, die wir hier mit der Firewall gesehen haben, da kannst du sehr weit oben, aus der, von sehr weit weg von den Niederungen sozusagen sehr viel machen. Aber im Prinzip kann ich all diese Schichten auch verwenden und das ist so ein bisschen so ein Running Gag auf der Mailingliste, wo ich über Jahre immer wieder darauf hingewiesen habe, dass dieses ML-Fenster jetzt zum normalen User Space gehört. Das ist also nichts, wo ich in den Maschinenraum gehe, sondern das ist ein komfortables Wohnzimmer, wo ich, das ist so wie hier oft bei Star Trek Next Generation beim Holodeck, wo ich sage, Computer, dann kommt diese Konsole und dann kann ich da irgendwie so rumwursten. Und das kann ich machen, ohne das Holodeck zu verlassen. Da muss ich nicht im Maschinenraum runter oder mit Scotty diskutieren oder was. Und da habe ich also jahrelang, also ich habe es jetzt in der IDE, das ist alles schön integriert, man sieht es ja hier, ich bin hier auf der ISA-Ebene und habe das da eingebettet und kann sozusagen semantisch hier abfragen, was ist denn da los? Ich habe den ML-Compiler, der hier zur Laufzeit da ist. Das ist ein inkrementeller Native-Code-Compiler. Das ist ganz selten heutzutage, dass man sowas sieht. Das war in den 80er, 90er Jahren, war das hip. Und wir sind Überlebende von diesem Prinzip, dass du während dein Programm läuft, kannst du frischen Code, der nativ kompiliert ist, hinzufügen. So ganz. Aber statisch getypt. Genau. Der zufälligerweise statt Lisp dynamisch ist, ist hier zufälligerweise statisch getypt. Also das, wir haben statisch gescoped, statisch getypte, dynamic, inkrementelle Kompilation. Das ist eine ganz tolle Sache. Und das ist auch immutable. Das heißt, wenn du jetzt die State wieder löscht, dann sind die Effekte davon einfach weg. Ja. Da sind überhaupt keine Effekte da. Ich habe einfach in mein Theorie-Environment dieses A eingetragen. Wenn ich das rauslösche, ist das weg. Das kann ich sogar, warte mal, wir sind hier bei Linux, hast du nichts da drauf, oder? Jetzt will ich hier mal hier eine Bette. Mach einfach Konsole auf. Konsole? K-O-N, genau, Konsole. Konsole? Ja. So. Und jetzt haben wir die hier drüber. Warte mal. Hast du das gerade noch irgendwie? Die ist jetzt hier transparent drüber. Kam es direkt. Nee, also ich meine dadurch, und wenn ich das Ding jetzt lösche, warte mal, dann müssen die verschwinden. Wenn wir weiß dafür, dass sie weg ist. Nee, die hat sich abgespalten. Oder ist eine andere hier, gell? Nein, das ist die gleiche noch. Das ist die gleiche, dann hat die sich abgespalten. Ja, passt. Also wenn der synchron drin bleibt, dann. Ja, du kannst auch mal mit X, du kannst auch mal mit X-Term probieren. Also es hängt ein bisschen von den Applikationen, die sind heutzutage nicht mehr so schön synchron, die Applikationen. Ist ein X-Term da, mit dem geht der Trick. Also hier haben wir jetzt synchron, jetzt sehen wir hier, dass er hier wartet. Dunkelviolett heißt, der wartet darauf, dass. Du kannst weitermachen. Code. Du kannst also im Fenster noch weiter Dinge eingeben, oder? Kann ich schon, kann ich. Also ich kann hier, warte mal, hier oben zum Beispiel, aber dann wird der neu, das ist jetzt ein bisschen komisches Spiel hier, dass ich den Fangen spiele da. Wenn ich den jetzt lösche, dann müsste das X-Term verschwinden. Es ist jetzt weg. Ja. Also da geht es, weil der schön synchron ist. Die Applikationen heutzutage spalten sich oft ab, dann hat man nicht mehr die Bit dazu. Aber das gehört zum Spiel, weil wir, wenn wir Snapshimmer machen und so weiter, wird da extern irgendein Cooper gestartet und der muss auch wieder sauber managed werden. So, das gehört alles. Jetzt gehen wir mal kurz auf die andere Konsole noch runter. Da kann man lange spielen. Ich wollte Beweise machen. Wir haben jetzt 2040. Wir machen jetzt kein Scala, sondern wir arbeiten uns vor. Ich bin hier auf eine Vorrede. Programs. Also im L, da habe ich schon ein bisschen was gesagt. SML97, strikte Sprache mit Exceptions, mit Interrupts. Dann haben wir parallele Berechnungen. Dann haben wir alles immutable Data, was im logischen Kontext gemanagt wird. Dann haben wir statische Antiquotations, wo ich hier was einbetten kann. Hier habe ich eine Funktion geschrieben, die mir ein Term konstruiert. So, ML-IDE haben wir ein bisschen gesehen, dass ich hier rumhovern kann und dass ich hier, während ich da tippe, irgendwas, die
Debugger habe ich letzten Sommer gemacht, dass ich da also wirklich reinste. Bisher waren wir hier, das ist die Welt der Mathematik hier, wo wir eine Logik implementieren. Und dann gibt es hier so eine Brücke rüber in die Scala-Welt, wo ich dann so in die Welt da draußen rübergehe. Und die ganze IDE und das alles ist dann hier draußen. Ich habe sozusagen gesagt, nach 20 Jahren oder 25 Jahren ist es Zeit, dass wir unsere schöne, pure Welt in die Welt da draußen erweitern. Wir nehmen die nicht bei uns rein in Schmutz, sondern wir tun unsere saubere Welt nach draußen erweitern sozusagen. Wir gehen jetzt also. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann kann ich sozusagen, also es ist durchaus ein Spaß, wir gehen jetzt mal hier auf die Konsole von dem Editor. Es ist ein bisschen wie bei Emacs, dass ich da plötzlich eine Shell starten kann. Also hier unten ist jetzt irgendwie Shell. Und da kann ich auch eine Scala-Konsole starten. Und die Scala-Konsole, die ist zu klein, oder? Sieht man das? Ich kann den vorne verändern. General. Reicht das oder 24? So, und jetzt haben wir den Maschinenraum hier im gewissen Sinn. Also wir haben Zugriff auf das laufende System von außen. Also hier oben ist Mathematik und hier ist Physik. Und wir können sozusagen, also jetzt hier Physik, also da können wir jetzt wirklich so, also da gibt es jetzt PIDE, ist also PIDE heißt Puber IDE. Nur die Deutschen wissen, was eine PIDE ist. So, da kann man hier was essen, gell? PIDE heißt Puber IDE. Da kann ich jetzt mal einen Snapshot auf dem Editor View, das ist jetzt hier so eine JVM-Umgebung, also der Editor View ist einfach der Editor physikalisch und dann mache ich sozusagen, die Physik holt sich von der Mathematik einen unveränderbaren Punkt im Raum der Möglichkeiten, also dann habe ich das Gesamtdokumentmodell des Pubers in der Hand und kann das semantisch dann explodieren und das macht die IDE, um diese Farben hier zu malen und diese Pop-ups zu machen. Also ich habe sozusagen als Physiker, habe ich gemacht, Snapshot und dann habe ich den in der Hand. Und da kann ich den untersuchen und wenn ich mit der Maus rumfahre, dann macht er einen Snapshot und da muss ich dann Pop-up machen und so weiter. Also ich bringe sozusagen, wenn ich mir das so vorstelle, als also richtig mathematisch, also wir haben ja so viele Mathematiker im Raum, also die Mathematik ist zeitlos, ist zustandsfrei, das ist alles gleichzeitig da sozusagen. Und dann kann ich in Gedanken, kann ich sagen, diesen Punkt hier, der wird sich nie wieder verändern, den kann ich hier sozusagen am Wickel haben und kann ihn dann, das habe ich mir sozusagen vor vielen Jahren ausgedacht, dass man das so machen muss oder so machen kann und habe dann da viele Jahre dazu gebracht, diese IDE umzubauen auf dieses Prinzip. So, jetzt kommen wir zurück. Der Editor selbst ist ein Java. Ist in Scala. Also JEdit ist ein Java-Editor und ja. Ich habe in Scala da Sachen dazu gefügt. Okay. Ich habe da, ich weiß gar nicht, habe ich so Meter bei Scala. JEdit ist einfach, das war mal ein tolles Editor-Projekt und da ist dann vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren ist der Gründer des Projekts dann ausgestiegen und jetzt plätschert es so vor sich hin, aber es ist eigentlich ein schöner Editor. Das ist nicht zu klein und nicht zu groß. Das ist ein normaler Texteditor in Java. Und da kann man Plugins schreiben und die schreibe ich natürlich in Scala. Und meine Plugin hat, ich glaube, da habe ich jetzt einen Megabyte Scala gekommen oder hast du kürzlich angeschaut. Also ich habe die letzten 8 Jahre. Source Code, kompiliert ist das sehr viel mehr. Also von der Kompaktheit so ähnlich wie Haskell, vielleicht einmal 1,5 mal dicker der Aufblasungsfaktor im Vergleich zu Haskell. Also da habe ich schon ziemlich viel, wenn ich gewusst hätte, dass es so schwierig ist und so mühsam, hätte ich es nie gestartet. Wie sah es davor aus? Ist es zu spät. Davor gab es Emacs. Emacs. Ja, davor war es quasi. Auf General mit Emacs. Davor, vorher war es Emacs-List. Da habe ich auch mitgearbeitet. Also ich wusste ganz genau, was das Emacs-List geleistet hat und was nicht. Also davor konnte man quasi nichts interaktiv machen. Und, doch, du hast das so durchgesetzt. Du konntest da so durchsteppen, aber das, da müsste man eine Cock-Demo hier machen. Die machen das immer noch so. wir versuchen mal, also ich möchte Beweise noch heute. Das ist eine Frage. Ja? Skala, wie lange kompiliert das? 1 Megabyte? 1-2 Minuten. So. Das geht dann. Also wenn man keinen startet. Auf 20. Nö, Skala kompiliert nur auf 4. Ja, ich habe 24. Ach stimmt, das macht nur Single. So gut, wie so gut wie alle anderen Sprachen auch. Also die tolle IDE ist für ML und das Skala entwickelt ist so auf die alte Tour, dass ich im Terminal dann das Ding anstoße und dann 2 Minuten warte. Da gibt es auch IDEs, aber irgendwie gefällt mir das so oder vielleicht müsste ich mir die genauer anschauen. Nee. Es ist eine IDE, die man selber gemacht hat, ist immer schöner als eine.
Also ich würde gerne noch eine E-Funktionalität von Scala mit integrieren. Dann müsste man den Compiler in den JDET-Plugin mit aufrufen. Das geht ja auch, aber dann müsste man irgendwie mit dieser Weltprozess noch umspielen. Dann müssten Scala-Experten mit mir mal drüber reden, wie man sowas macht. Scala-Compiler-Experten. Beim ML-Compiler ist es einfacher, weil ich da direkten Zugriff auf den David Messius habe und dann sage ich ihm, kannst du das so und so machen? Und dann sagt er zwei Tage später, ja, ich habe es gemacht. Okay, das ist sozusagen die Folie, die erklärt, was der Kollege in seiner Anwendung gemacht hat, wo er sozusagen als Doktorand da eifrig arbeitet, Programming in Isabel Hohl. Also Hohl ist ja klassische Mengenlehre und notationell ein bisschen mehr wie Lambda-Kalkül oder wie Haskell oder wie ML. Und dann sieht das so aus, als wäre das ein funktionales Programm. Das ist einfach klassische Mengenlehre. Also hier schreibe ich nur als Warnung, nicht jede auf dem Computer implementierte Sprache ist eine Programmiersprache. Hohl ist also klassische Mengenlehre, das ist mehr als eine Programmiersprache. In klassischer Mengenlehre kann ich also wirklich so, wirklich echt unendliche Sachen machen, ich kann Klasse schließen und so weiter. Hohl ist aber basiert auf totalen Funktionen, da gibt es keine Partialität. Das heißt, es ist etwas mühsamer. Wenn ich also Partialität haben möchte, muss ich dann mit so, maybe heißt es in Haskell, also mit so Options, also partielle Funktionen als Relation kann ich es darstellen. Kann ich mathematisch darstellen, aber dann ist die Applikation sehr kompliziert. Dann müsste ich da erst beweisen, dass das in der Domain ist und dann kommt da tatsächlich das Ergebnis so raus, wie ich mir vorstelle. Das macht man dann nicht und da gibt es alle möglichen Tricks, wie man da so eine komische Mischung macht, so ein Hybrid aus, also man totalisiert dann Sachen so. Also man ergänzt, also dass man zum Beispiel die Mischung bei Zero, da gibt es dann kreative Ergänzungen, um das total zu machen, dass man da nicht irgendwie die Partialität hat und dann nutzt man auch die Eigenschaft dieser kreativen Ergänzung aus, dann hat man in Wirklichkeit eine ganz andere Algebra. Also zwar ein Typ Integer oder Real oder sowas, das sind normale Zahlen, aber die Division ist komisch definiert, sodass die Eigenschaften hat, die sie sonst in der Mathematik nicht hat. Und da gibt es dann so komische Verzerrungen, aber da gibt's, das gehört zum Hohlgeschäft dazu. Also Mengenlehre mit totalen Funktionen, aber wir können sozusagen relational oder ja, partielle Funktionen können wir wenn wir das unbedingt möchten. Und jetzt gibt es hier so ein Schema, wie man quasi Programmierung in Hohl macht. Das haben wir also bei diesem Firewall eigentlich als Anwendung gesehen. Also ich definiere Typen, die sehen notationell so aus, wie ich das erwarte. Also Tupel, Records oder Datentypen. Data in Haskell, Data Type in ML oder Hohl Data Types. Das haben wir gesehen. Ich definiere rekursive Funktionen über diese Typen. Und da muss ich beweisen, dass das also fundiert ist, dass das terminiert. Sonst kann ich da nichts anfangen. Dann simuliere ich eine Berechnung durch Gleichungsschließen, durch die Termersetzung. Also wenn ich Terminal Writing heißt Termersetzung. Also ich kann in der Logik einfach Gleiches durch Gleiches symbolisch ersetzen. Und das sieht dann so aus, als würde man da rechnen. Ich kann das hier mit ein bisschen anderen Mechanismus machen. Normalization by Evaluation heißt NBE. Normalization by Evaluation. Da kann ich symbolisch Terme normalisieren. Das sieht so aus, als würde da gerechnet werden. Oder ich kann tatsächlich berechnen lassen, indem ich einfach die Hohl-Notation nehme und so tue, als wäre das ein Programm. Also eine Teilmenge von Hohl sieht so aus wie ein Programm, dann übersetze ich das in eine andere Sprache, nämlich hier SML, OCaml, Scala, Haskell, und da lasse ich es tatsächlich laufen. Und das war dann bei der Firewall dieses Tool, was da hinten rauskam. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Und da gehen wir hier auf... wie viel Zeit haben wir eigentlich? Ich bin jetzt ungefähr bei 30%. Du hast noch eine Stunde. Also wenn die Pizza kommt, gehen wir erstmal jetzt, solange die Leute sozusagen bei Laune sind. Also, aber den Kantorbeweis mache ich ja nachher auf jeden Fall. Also das ist diese Quasi-Programmierung in Hohl. Das haben wir im größten Stil sozusagen gesehen bei Firewall. Also ich schreibe, also alles ist in einer Theorie. Main heißt, dass ich Isabel Hohl mit allem, mit fast allem drin habe. Data-Type ist sozusagen eine Konstruktion, die sagt ASEQ, also das ist ein Typkonstruktor, das ist hier Postfix wie in ML. Das ist entweder empty oder es ist ein SEQ, das ist ein Cons hier. Ne? Ein Cons nimmt ein A und ein ASEQ, also normale Datentypsache. Aber das sind endliche Listen, das ist ganz wichtig. Das ist nicht wie in Haskell, wo ich da so das unendlich verlängert haben kann, weil das mathematisch sehr viel komplizierter ist. Das ist hier mathematisch knallhart fundiert. Und wenn ich unendliche Listen haben wollte, müsste ich das als Hohl-Datentyp machen und eine ganz andere Mathematik betreiben. Das geht auch. Aber wie kannst du sagen, dass es endlich ist? Das ist, weil ich sage Data-Type.
da wird sozusagen der kleinste Fixpunkt genommen für diese Gleichung. Das ist eine Domain-Gleichung gewissermaßen, also diese rekursive Gleichung auf dem Typkonstruktor. Das ist der kleinste Fixpunkt, sodass das abgeschlossen ist. Also wird von unten her von leer aus was konstruiert und der kleinste Fixpunkt ist ein Induktionsprinzip. Dann kann ich sozusagen sagen, aha, das ist ein Sternoperator gewissermaßen, der ist nur für ähnliches Konstruktionsbedingt. Das ist irgendwann mal einen Vortrag halten zu initialen Algebren und kernlernen vorliegen. Genau, genau. Und das kannst du hier auch machen, weil da ein paar Doktoranden in München die letzten Jahre, also 3 oder 4 Jahre, hat der Dimitri Reitel da herumgearbeitet. Das ist ein Wahnsinn, was die gemacht haben mit Datentypen oder alles gemischt und so. Da steigen wir jetzt nicht ein, sonst wären wir also die Woche nicht mehr fertig. Das ist quasi vom Keil der endlichen. Also alles, was Data-Type ist, ist einfach endlich. Punkt. Naja, also ich könnte ja die Bestandteile, die ich hier reinstecke, irgendwie, ich kann ja da beliebige Dinge drin haben, da kann ich einen Funktionenraum auch drin haben. Also ich kann da schon auch große Räume mit aufspannen. Aber die sind induktiv von unten konstruiert, gewissermaßen. Das garantiert mir, dass am Ende immer ein Empty steht und nicht immer noch weiter ein Set. Es ist einfach, also Data Type heißt, hier ist eine rekursive Gleichung für den Typkonstruktor. Machen wir den kleinsten Fixpunkt, der das löst. Und das ist einfach konstruktionsbedingt so, dass ich intuitiv damit leer anfange, dann Konst drüber mache und das immer so weitermache. Und damit kann ich nur endlich Dinge konstruieren. Und so was fängt von hinten an. Ja. Du fängst von unten an, du fängst bei den mit 0 Argumenten an. Der hier ist der einzige. Ja. Und dann kannst du immer SEQ vorne dranhängen. Und das machst du Punkt, Punkt, Punkt. Und Punkt, Punkt, aber der ist ja dann wieder abzählbar und endlich. Aber der andersrum, oder? Also jedes Element ist endlich, alle Elemente zusammen. Genau. Sind abzählbar und endlich. Man generiert alle möglichen Elemente von empty aus. Und dann diese Menge hat, ist dann. Und jedes Element an sich ist dann endlich, aber alles zusammen sind abzählbar und endlich. Also, was ich hier definiere, ist ein Sternoperator über eine Menge A. Das ist Notation für A-Stern. In Haskell machst du einen Doppelstern, weil du sagst, ich nehme die Unendlichen auch dazu. Und das ist ein bisschen eine andere Mathematik dahinter. Ja. Sieht jetzt genauso aus wie die Definition, die man Haskell für Listen hinschreiben würde? So ähnlich, aber also du hast das Postfix. Ja, ja, genau. Okay. Wenn ich jetzt versuchen würde, genauso wie ich in Haskell jetzt versuchen würde, eine unendliche Liste hinzuschreiben, wenn ich sowas jetzt da hinschreibe. Oder als Term. Codedatei. Ja, genau, ein Term. Codedatei. Was du meinst, ist irgendwie ein Term definieren, zum Beispiel x ist gleich 1, 1, x. Ja, genau. Das genau. Das wenn ich sowas jetzt hier hinschreiben würde, dann kriege ich sowas wie, dann, das terminiert nicht, oder? Dann nötigt das System voll, dass das nicht finden es kann. Es geht zunächst mal gar nicht, dass ich hier, also die fertig Gleichungen, also wenn ich jetzt SEQ und jetzt nochmal nehmen wir mal 0 als Konstante, irgendwie sowas vielleicht. Und das geht schon mal gar nicht, weil hier kein Argument ist. Function has no arguments. Also das ist hier alles strikt. Ich kann rekursive Sachen, das muss eine Funktion sein. Ich kann nicht eine Konstante rekursiv definieren. Jetzt könnte ich da versuchen irgendwie. Also das ist schon ein großer Punkt. Diese Fragen sind sehr wichtig. Das ist klassische Mengenlehre, was wir hier machen mit totalen Funktionen. Es sieht oberflächlich ein bisschen wie Haskell aus, aber die Mathematik dahinter ist eine ziemlich andere. Ich kann diese Mathematik auch in Isabel betreiben, aber das ist so mühsam, dass es fast keiner macht. Da kann man sicher auch noch ein bisschen eine lose Serie machen, was ist mathematisch, was ist in Haskell wirklich drin. Das ist mathematisch ganz schön mühsam. Und was wir hier in Ulm machen, ist, wir sagen, so No-Nonsense kommt diesen ganzen Lazy-Scheiß, den ignorieren wir. Wir machen einfach so eine strikte Approximation von dem Ganzen. Wir kümmern uns nur um die endlichen Anteile sozusagen und machen darüber terminierende Funktionen. Das ist so eine Stratifizierung des Ganzen. Und diese Wolke des Unendlichen da hinten ignorieren wir. Wir schreiben einfach was anderes hin. Und das ist wichtig, wenn du was modellierst. Das hat der Ingo bei seinem Talk, wo er diesen Cantor-Beweis gemacht hat, so ein paar Mal, er wusste das natürlich alles, wo er dann gesagt hat, ja List, aber jetzt nimmt mal nur die Unendlichen und nicht die Endlichen. Und das sind einfach, wenn ich das hier darstellen wollte, würde ich das anders darstellen. Folge machen nach A, da würde ich nicht eine Liste machen. Das ist, wenn man modelliert, schon wichtig, aber man lernt es dann im Laufe der Zeit, den Unterschied. Gut, war da noch eine Frage? Also wenn ich da jetzt konkret einen Term hinschreiben will, sagen wir mal, da ist jetzt keine Inflation da, also ich müsste das jetzt hier so hinbrüsteln. Also jetzt machen wir hier so... Abbeats. Stehe ich so richtig? Oder meinst du die anderen? Achso, Lezer. Also wenn ich jetzt sowas hier hinschreibe, das ist einfach ein Term.
Ja, geht. Achso, nee, die würde ich mit Codec-Dateien machen. Also geht. Oder ich mache nach, eine Funktion. Und wie würdest du dann intern dazu schreiben? Also das Beispiel von eben laufen immer? Ja, also ich wollte, also da kann man wunderbare Talks nur mit Codec-Typ machen. Ja. Wir sind da ganz unten, ganz basic und wir wollen zu beweisen, das ist ganz wichtig. Ja. Der große Unterschied ist, man kann hier kein Handwaving machen, aber man kann auch hier nicht irgendwie mit, doch man kann ein Hammer drauf machen, mit Sledgehammer, aber der Hauptzweck von Isabel ist dann doch, dass Beweise rauskommen. Also da gibt es kein Schummeln und kein Nix und sowas und du modellierst so, dass die Beweise irgendwie einfach sind. Und da bist du froh, wenn du das mit endlich hinkriegst. Mit unendlich kann man es auch machen. Aber das ist eine ganz andere Mathematik. Kurze Zuschlag, wir sollen erstmal Pizza-Pause machen, weil die sind gerade gekommen. Können wir machen. Wir sind irgendwie bei der. Und danach mal wirklich Beweis. Das ist ganz wichtig. Also Pizza. Okay. Das ist der Moment der Wahrheit. Ich habe irgendwo noch dieses Gesetz. Ein freundliches System, also ich bin der Ästhet und Künstler eigentlich und so, also diese also ganzen Sachen, wo wir uns so aufgehalten haben, das ist ganz wichtig. Aber der eigentliche Kern sind ein paar andere Sachen. Und wir gehen jetzt zu den Beweisen. Beweise, und das ist ein relativ schwieriges Thema, das ist sehr selten, dass man wirklich gut Beweise machen kann im Computersystem. Das ist so Isabel eines der wenigen Systeme. Und ich bin ein großer Fan, also sowohl von Gerhard Genzen, der 1935 sich diese Notation zum natürlichen Schließen ausgedacht hat. Und da habe ich so einen Inferenzstrich. Und dann kann ich sagen, wenn ich die beiden Sachen habe, also hier so eine Implikation A nach B und ich habe ein A, dann kann ich das um B schließen. Und den kann ich, den lese ich, wenn es so andersrum ist, lese ich das rückwärts. Also um ein A nach B zu etablieren, mache ich einen Unterbeweis. Und in dem Unterbeweis etabliere ich B in einem Kontext, wo ich A annehmen darf. Das sind im Prinzip geschachtelte Hornklausel. Wir haben ja unsere Q-Notation mit diesem Doppelpfeil, also der gibt jetzt die Struktur wieder. Also hier habe ich dieses Curry-Prinzip, dass ich zwei Dinge habe. Das eine Ding ist A-Pfeil B innerhalb der Objektlogik. Das nächste Ding ist ein A und diese beiden Dinge zusammen liefern ein B. Das ist also eine Darstellung für diese Regel. Das ist für jemanden, der Haskell und so kennt, ist das nichts Besonderes. Hier habe ich praktisch eine Art Datenstruktur. Das ist so eine Art Funktion und die braucht sozusagen diese zwei Eingaben und dann kommt die Ausgabe raus. Und hier drüben, um sozusagen A Pfeil B zu bekommen in der Konklusion, mache ich einen eingeschachtelten Unterbeweis und der hat wieder Struktur. Da kommt jetzt nochmal dieses strukturierende Konnektiv hier. Also diese Pünktchen werden formalisiert, dass ich sage, naja, um A Pfeil B in Objektsprache zu zeigen, machst du bitte schön einen Teilbeweis von B und du darfst das A annehmen. Und der Quantor ist dann analog. Das ist einfach nur ein abhängiger Pfeil und so, das werden wir dann sehen. Und ich habe in meiner Doktorarbeit damals, also 99 war es das erste Mal benutzbar, habe ich dann eine Beweissprache drüber gemacht, die heißt ISA, also Intelligible Semi-Automated Reasoning. Und da kann ich diese Schlussregeln in Beweisstruktur umsetzen und habe da aber Gestaltungsfreiheit. Das ist also nur ein Beispiel, was ich hier hingeschrieben habe. Also um hier Modus Ponens Beweis zu machen, also ich habe sozusagen A Pfeil B schon bewiesen, ich habe also Hef A, da kann man das hier zusammensetzen, finally Hef B sozusagen, das plumpst dann da so aus. Das ist also eine Möglichkeit, Modus Ponens zu machen, eine von vielen. Und hier, um so einen strukturierten Beweis zu machen, also um A Pfeil B zu zeigen, mache ich den Unterbeweis, Proof Goal B, und da wird dann sozusagen diese Regel hier angewandt, und da darf ich dann das A annehmen, und dann zeige ich dann mit dem A das B, rekursiv den Unterbeweis, dann das Problem eine Stufe zerlegt. Also das korrespondiert hier alles, also diese Gänzen von Induction. Larry Paulson hat das 89 formalisiert und erweitert, dass es beliebig geschachtelt werden darf und mit Higher Order gemacht werden darf. Dass man also keine Einschränkungen hat, dass das wie in Haskell ist, wo ich hier alles beliebig verschachtelt darf. Das hatte der Gänzen nicht. Und ich also welche Schachtelungsbeschränkungen hat das? Nein, du kannst hier, also diese Pünktchennotation, wenn du da jetzt anfängst zu schachteln, kriegst du kalte Füße. Da. Das geht ja auch, also Gänzen hat es nicht betrachtet, da haben Leute das später mal betrachtet, ja. Aber das trägt nicht sehr weit, also das ist irgendwie First Order, da hast du nur zwei Ebenen drin. Ja, also diesen Strich und diesen Pünktchenstrich und das weiter rekursiv, das siehst du nie in der Literatur. Bei uns kannst du das alles machen. Also der Larry hat es konzeptionell, da war vorhin die Frage, was das Pure soll und so, der Larry hat 89 dann dieses Papier geschrieben, wo er das erläutert hat, da wird das alles schön diskutiert. Und ich habe das mir so lange angestarrt, bis da eine Beweissprache rauskam. Und das ging so nach dem Michelangelo-Prinzip. Ich habe von diesem groben Block alles weggeschlagen, was nicht die Statue ist, und dann bleibt nur die Statue übrig. Und
dann habe ich dem Larry das gezeigt und habe gesagt, cool Larry, du hattest super Ideen da schon und warst so visionär, dass ich das 10 Jahre später eine Beweissprache überführen konnte und nichts Neues einführen musste. Und dann hat der Larry gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. So. Naja, also durch das Wegschlagen von dem groben Block und die Statue bleibt übrigens halt auch sozusagen eine neue Kreation da. Wir werden das sehen, wir machen gleich Beweise. Wie schließt man überhaupt? Und das ist so jetzt die Larry Paulson-Darstellung, also die Figur von dem Gänzenschen natürlichen Schließen für Prädikatenlogik. Das kann ich mit beliebigen Konnektiven machen, das sind die Konnektive der Prädikatenlogik. Wenn wir diese Doppelpfeile sehen oder diesen komischen Quantor, dann ist das pure und dann beschreibt es die Struktur der Regeln. Wenn wir andere Konnektive sehen, dann gehört es zur Objektsprache und es ist gewissermaßen so ein bisschen die Datenstrukturen. Wir können hier ein Paar sehen, zum Beispiel über eine Konjunktion, wenn wir wollen. Müssen wir nicht, können wir. Also hier haben wir schon gesehen, eine Pfeileinführung, da mache ich einen Unterbeweis, um A Pfeil B zu zeigen. Dann zeige ich B in einem Kontext, wo ich A annehmen darf. Wenn ich A Pfeil B habe, das ist hier also eng zu klammern, und ich habe A auch noch, dann mache ich Modus Ponens, kriege ich B. Um für alle x B von x zu zeigen, mache ich einen Unterbeweis und zeige B von x in einem Kontext, wo x beliebig, aber fest ist. Das sind zwei Ebenen, einmal die logische, einmal die symbolische. Die metalogische, also die objektlogische und die metalogische. Die Objektsprache hat viele, viele Konnektive und die Metasprache, das ist pure, sagt, wie kann ich damit schließen. Die hat nur zwei Sachen. Diesen doppelten Pfeil, um solche Inferenzstriche zu bauen und diesen Quantum, um lokales Korps zu beschreiben. Und das ist in einem Mathebuch oder im Logikbuch ist immer so Fußnote und Handwaving und hier ist das formal. Also um für alle x, b von x in der Objektsprache zu zeigen, zeige ich b von x für beliebiger festes x. Das haben ist wir aber im Logikbuch zugemacht. Aber ziemlich genau so, ja. Ja, ja, also ist schön, wenn das bekannt ist. Ist natürlich ist schließt. Es gibt auch andere Logikbücher. Ja, ja, also da ist es dann so ein Turnstile und sowas. Dieser Doppelpfeil entspricht einem Turnstile in anderen Systemen. Und dann hast du die Schachtelungsfrage. Du schachtelst diese Turnstiles nicht, aber jetzt kannst du das beliebig schachteln. Du kannst die Hornklauseln, die diese Inferenzstruktur angeben, beliebig einschachteln und kannst eine Regel annehmen. Wir sehen das in den Beweisen nachher. So. Ich noch fragen, genau. Auf welcher Ebene ist dieses Theorem-Impel? Also das ist, ja, also NISA, also das ist ein Theorem von Pure. Die Theoreme von Pure sind Schlussregeln. Bewiesene Schlussregeln. Pure ist ein Framework, wo ich natürliche Schlussregeln hinschreiben kann und beweisen kann. Und wenn ich sage, ein Theorem in Pure, das ist eine Regel. Es ist einfach ein Higher-Order-Theorem, wenn du so willst. Das ist nicht nur atomare Aussage, sondern eine Regel. Du kannst beliebige Hornklausel mit beliebiger geschachtelter Substruktur als Theorem haben, als Resultat sozusagen. Das habe ich tatsächlich damals 98, 99 hinzugefügt zu dem Pure, dass du es völlig beliebig schachteln darfst. Das war ein ganz kleiner Taschenspielertrick. Also das sind die Hauptregeln, die gewissermaßen Pure-Struktur mit den Konnektiven von Hohl, diese kleinen, hier sind Hohl, das ist 1 zu 1 sozusagen. Aber in Hohl habe ich dann viele andere Konnektive und mit denen schließe ich dann kunterbunt. Und das sind hier Beispiele. Also der Existenzquantum, den kann ich dann Hohl definieren und dann kann ich sagen, wenn ich ein E von A habe, kann ich den so abstrakt sagen, ja, exists X, E von X. Oder wenn ich eine Existenz habe und ich will irgendwas zeigen, dann zeige ich immer noch irgendwas und darf lokal beliebig auf festes A mit der Eigenschaft B von A annehmen. Das ist Existenzeliminierung. Wenn ich eine Konjunktion, die sind eigentlich die einfachsten hier, wenn ich ein A habe und auch ein B habe, habe ich eine Konjunktion. Wenn ich eine Konjunktion schon weiß und ich will irgendwas zeigen, dann zeige ich immer noch irgendwas und darf lokal A und B annehmen. Das ist so ein Split-Kombinator. In Haskell kennt man das sicher. Oder so. Das ist auch immer additiv Form. Hä? Immer additiv Form. Immer ja, so ja, also als Einführung ist Elimination ist nämlich ja. Ja, ja. Disjunktion. Ja, das ist völlig richtig. Also hier haben wir ein Produkt, hier haben wir ein Koprodukt. Und das Produkt in der Logik ist halt Konjunktion und das Koprodukt ist Disjunktion. Und das kann ich jetzt so dual sehen. Und hier spaltet sich das in zwei Fälle auf. Ich habe zwei Möglichkeiten, um
die Summe einzubinden. Wenn ich ein A schon habe, dann kann ich das abschwächen auf A oder B, auf diese Summe, oder wenn ich ein B schon habe, auf das. Und wenn ich eine Disjunktion habe und ich zeige irgendwas, dann muss ich zwei Fälle abdecken. Und in einem Fall darf ich das A annehmen, dann war ich eben in dem Fall. Im anderen Fall darf ich das B annehmen. Das ist ein bisschen unangenehm. So, und dann haben wir noch Hilfskonnektive, also true und false kann ich alles definieren. Und also true gilt immer, das sind keine Vorbedingungen. False ist sozusagen völlig falsch, also wenn ich das weiß, dann kann ich da alles draus ableiten. Das ist die False-Ebene. Also wenn ich der Kaiser von China bin, dann kann ich... Aber das ist quasi eine Definition. Nee, das sind die charakterisierenden Eigenschaften. Und ich kann das nachher zeigen, das kann man ganz einfach definieren alles. Man muss eigentlich nur mit der Minimallogik anfangen und den Rest kann man dann definieren. Wenn man Higher Order Logik hat, kann man das alles definieren. Das ist ja, Prädikantenlogik ist ja nur eine Möglichkeit von Pure auf irgendwas aufzubauen. Also Higher Order Logic ist ja jetzt nur eine Logik, die man aufbauen kann, oder? Und was sind jetzt die Regeln dafür, oder? Ja, also wir bauen hier einen Gedanken, das ist die Definition sind nicht gezeigt. Wir fangen mit Pure an, definieren die Konnektive und leiten diese Regeln ab und ich zeige als Interface die Regeln, die rauskommen. Wie das gemacht ist, das ist nur so drei Seiten, das ist eine Theorie, die ich ja zur Hand habe, aber da kommen wir heute nicht mehr dazu wahrscheinlich, weil wir noch, ich muss noch einen Kantorbeweis machen, der muss auf jeden Fall kommen. Wir machen es nämlich gleich. Eine Frage, ja? Das Axiom vom Ausgeschossen. Ja, das ist hier jetzt noch nicht da, aber in dem, dieser Theorie, die Higher Order Logic von Pure ausgehend neu entwickelt, ja. Auf ein paar Seiten, die fängt mit der Minimallogik an, mit den definierten Konnektiven. Und dann charakterisiert sie klassisches Schließen auf drei verschiedene Weisen und dann kannst du das noch als Axiom, wenn du möchtest, hinzunehmen. Da habe ich einen hypothetischen Kontext gemacht, da entscheide ich mich da noch nicht. Ja. Und danach kommt dann Cantor sogar. Ja. Das ist so eine Theorie, die ist so lang, die ist nicht jetzt Big Meter, Big B, Main Hole, sondern das ist eine Laubor-Bedingung so lang, obwohl über, also reine Logik, intuitionistische Logik, dann kommt klassisch. Und dann kommt Cantor. Das ist alles ein Fall, kann man sich anschauen. Poste ich nachher auf der Mailingliste, da kann man das Schönheit und Kunst sozusagen dieser Beweisen kann man anschauen. So, das sind also, not ist einfach nur, also nicht A wird definiert als A nach false und dann hat man die, die üblichen Regeln hier. Um nicht A zu zeigen, zeige ich false unter der Annahme, dass es gibt. Wenn ich nicht A habe und auch A habe, ist das ein Widerspruch, dann zeige ich irgendwas. Also ich könnte da false zeigen, aber dann eben nicht das false gleich. Also das ist die beste Regel hier. If ist einfach, also Äquivalenz ist einfach eine Konjunktion von den beiden Pfeilen. Also A Pfeil B, B Pfeil A. So, um das einzuführen, muss ich beide Richtungen zeigen. Wenn ich es habe, dann habe ich so eine Art Modus Ponens, aber ich habe beide Modus Ponens gewissermaßen. Das ist also nichts Spannendes. Jetzt machen wir Beweise. Jetzt führt kein Weg dran vorbei. Also erst Curry und dann if contradiction. Das ist der titelgebende Beweis für den Curry. Curry Club? So ist die Kraxie. So, wo sind meine Slides? Also wir machen jetzt diese Beweise hier, ich gucke hier den Müll an das andere Teil. Dass es falsch heißt, wisst ihr schon. Also der Einfachheit halber ist es. Also, den Curry-Beweis habe ich hier nochmal gezeigt, wir machen es zur Wiederholung nochmal. Wir haben hier außen eine Implikation, dann machen wir sozusagen die Implikationseinführung. Das heißt, ich darf, jetzt hier stehe ich im Weg oder so, ist das in Ordnung? Also ich darf das linke annehmen und muss das rechte zeigen. Dann sage ich, sorry, ich habe im Moment keinen Beweis. Das ist eine Top-Down-Entwicklung für den Beweis. Jetzt sind wir in dem Teilbeweis. Also hier oben haben wir die Regel angewandt, implizit. Und dann darf ich das annehmen und muss das zeigen. Also ich muss das nicht annehmen, ich darf es annehmen. Ich könnte es auch löschen, der Beweis ist immer noch in Ordnung. So. Das System hat sich nicht beschwert, also sonst würden da rote Köppel kommen oder Warnungszeichen oder sonst was. Es ist ganz wichtig, dass ich das nicht annehmen muss. Ich darf das annehmen. Jetzt gehen wir hier in die Struktur rein, also um dieses A, Pfeil B, Pfeil B nach C zu zeigen. Da haben wir hier, das ist ja rechts geschachtelt, also hier A nach dem Rest und B nach dem Rest. Also, Schritt für Schritt. So, jetzt sind wir wieder fertig. Wir haben immer noch dieses rote Loch hier. Jetzt gehe ich da rein. Jetzt
darf ich das B annehmen und muss das C zeigen und habe mein Loch wieder. Jetzt habe ich immer noch einen fertigen Beweis. Ich habe den soweit verfeinert. Jetzt weiß ich hier genau, damit mache ich jetzt eine Konnektionseinführung, gell? Mit dem A und B. Also das heißt, ich führe hier einen Namen ein. Jetzt bist du auch noch ein ganz kleines Schritt vor durch die Intuitivität. Ich mache hier einfach nur intuitionistisch. Aber ich mache jetzt einfach quasi den, den Annahmen, dass du Namen gegeben hast. Ja, ja. So, das ist einfach ein Standard-Konditionismus. Also wir sind hier noch unentschieden. Wir sind einfach nur Prädikatenlogik, intuitionistische Prädikatenlogik. Wir haben uns noch nicht entschieden für irgendwelche Ideologien. Was bezeichnet klein A? Ein normales Fakt. Das kann man ja das System fragen. Es sagt dann hier, sagt das Fact Local A. Diese Annahme. Das, wenn du, das sagt die IDE, wenn du nicht weißt, was es ist. Also hier weißt du, dass das eine Position ist und so weiter. Und klein a ist ein Local Fact. Also groß A bezeichnet die Aussage und klein a, genau, das ist ein Fakt. Genau. Du kannst sagt, oben bei dem ersten hast du umschreiben xy und dann wäre dieser ganze Term a und b nach c wäre xy, oder? Ja, ja. Back Reference. Ja. Was meinst du? Die Hoffnung hat gemeint, dass man auch die erste Assumption Namen geben könnte. Das hier. Ja, das nenne ich Stern. Das möchte ich jetzt auch benutzen. So, ich habe jetzt also das. Aber es hat keine spezielle Bedeutung, es ist einfach nur Stern dazu. Diese Namen haben überhaupt keinen formalen Status. Und da unterscheidet es sich dann von Typtheorie. Also die lokalen Fakten schwirren frei rum und dann habe ich einfach in der Implementierung einen Namensraum, der keinen formalen Status hat. Das ist einfach ein Metaname für ein lokales Fakt. Ich kann das auch namenslos machen, was wir nachher machen. So, jetzt haben wir also, der Prof. Basch wollte die Konnektion einführen und jetzt diese Stern-Sachen mit Modus Ponens abfeuern, gell? Also wir nehmen jetzt den Stern dazu, der ist ja vorne dran. Und dieses letzte Ding hier haben wir ja da. Und jetzt haben wir sozusagen dieses Dingens hier, das ist so ein... und das hier, und das liefert mit Modus Ponens jetzt 10. Das heißt, die zwei Punkte. Gleich, zweites fertig. Der zwei Punkte ist eine Abkürzung dafür, dass ich hier Proof-QID schreibe. Und das Proof, also das ist der erste Punkt, ist der zweite Punkt. Und das Proof hier... sagst, wende mal eine Standardregel an. Also ich kann hier zum Beispiel Standard auch hinschreiben. Das ist einfach nur eine Expansion, syntaktisch. Und das Standard heißt, naja, also aufgrund der Library, also sowas. Also ich weiß jetzt, was das System hier macht, und du willst die IDE das nicht für dich aufhalten oder so. Also zwei Punkte, oder wie im Unix-File-System, nach einem Schritt sind wir dort. Ein Punkt heißt, wir sind direkt dort. Und der versucht dann Schritte durch und sieht, oh, das geht. Also aufgrund des Beweises nach bürgerlichem Gesetzbuch durch schlüssiges Verhalten, ich gehe in den Laden und also ich sage da nie was, sondern dadurch, dass ich jetzt die beiden A's und B's hier nehme und da als Behauptung die Konjunktion habe, ist es klar, dass ich Konjunktionseinführung meine. Kommt die Firewall-Leute? Firewall-Leute? Konntet ihr dann auch quasi in euren Beweisen über die Folien, die du hattest, konntet ihr dann auch sagen, was hatte, sollt sowas am Ende von euren Beweisen schreiben, also so Proof? QID steht meistens immer am Ende. Ja, weil das ist ja im Endeffekt wieder das Gleiche. Ihr habt ja auch solche Regeln, so wie er sie vorher hatte. Wir haben genau solche Regeln, man kann genauso eben auf dem, wenn wir sie mal ganz kurz, die Firewall-Axiom haben wir genauso oder analog zu den Regeln gesehen, die wir eben für die Logik gesehen haben. Die kann man dann genauso anwenden und genauso damit arbeiten. Nur meistens mache ich das ein bisschen mehr Engineering-Style und schmeiße riesige automatisierte Proof-Taktiken in den Hintergrund, die das dann schon irgendwie beweisen. Aber am Ende läuft das alles auf diese, genau, für mich automatisiert läuft das alles am Ende genau auf das hinaus, was im Hintergrund. Der macht dann so Tree-mäßig, probiert Dinge durch und sieht, ob er irgendwo eine... Kommt auf die Tabelle, es sind 300 verschiedene Automaten. Also ich habe mehrere hier... Also das ist die naivste Sache, so ein Tree bauen und dann versuchen... Das ist Logikprogrammierung oder das ist was Besseres als Logikprogrammierung. Also du kannst das Prinzip der Pure Rules, die Definition, er hatte dieses Slide mit dem Unicorn da oder so, mit diesem Pferdchen, was war das? Die Regeln, die dort abgedruckt waren, sind auch solche Pure-Inferenzregeln, die durch eine induktive Definition hergestellt wurden. Die kannst du dann in die Maschinerie reinstecken, die von mir aus eine Produktstrategie anwendet oder eine ganz andere Strategie. Die haben so schöne Namen wie Force und Blast. Ich habe während der Suchen
Baum ja. So, oder? Also Lars zum Beispiel macht eine Tableau-Gruppe, Force macht halt klassische Logik, Sims macht Terminal Writing, Auto macht irgendwas, ist die Kombination davon, Metis macht irgendwie First Order Resolution, es gibt irgendwie zig verschiedene Varianten. Also das Ganze hier kann man natürlich... Die Mathematiker in Intuition in Algorithmen zu machen. Ich versuche gar keine Intuition zu machen. Also wir können das hier... Weil Mathematiker sehen ja auch, ja, der Beweis, da müsste ich jetzt diese Regel anwenden und dann fertig. So eine Methode haben wir leider nicht, nein. Also der kürzeste Beweis ist natürlich das, ich meine, das ist Aussagenvolumen hier. Da gibt es eigentlich nichts groß zu machen, aber wir wollen ja lernen, wie man Beweis hinschreibt. Ja, und wir wollen es vor allem, das Prinzip, wir wollen dann auch sehen, warum das richtig ist. Hier habe ich in der Zwischenzeit jetzt diese Kartuschennotation, da muss ich hier keinen Namen für einführen. Da sage ich, da ist ja im Kontext ein Fakt, was so aussieht, und dann schreibe ich eine Proposition, und mit dieser richtigen Notation beziehe ich mich auf ein Fakt, was so aussieht. Warum ist das bei Assume nicht diese Spitzenklammer? Hier schreibe ich eine Proposition hin, die ich annehme. Ja. Mit Cartouche beziehe ich mich per Proposition auf ein Fakt, was ich schon habe. Okay. Das ist einfach eine. Also das eine ist halt eine Deklaration, das andere ist eine Referenz. Ja. Ja. Und das ist oft ganz günstig, bevor man jetzt hier den Namen das editieren lässt, wie das aussieht, schreibt man gleich das Ding hin, wie es aussieht. Das mache ich bei dem Stern jetzt nicht, weil der mir zu lang ist. Woher weißt du, dass man das A von der oberen Formel meint? Weil man es gleich genannt hat. Ist es völlig egal, also im Kontext sind viele Fragen und gib mir das Erste, was passt. Und dann hättest du nur, du könntest jetzt Assume Q und dann unten über Q verwenden. Ja, aber dann ist es oben halt Q. Also aus der Wolke der lokalen Fakten projiziere ich mir eins raus, was so aussieht, wie ich hinschreibe. Genau, also was aussieht, ist es A1, K, Y, Y. Ja, dann schlägt das hier fehl. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, A1 mache, dann beschwert sich hier das System und sagt, fail to retrieve literal fact A1. Haben wir nicht. Und wenn du das A nach dem zweiten Assume durch Y ersetzt und alles in den inneren Proofs quasi auch zu Y, alle A's? Das sind Konstanten, ja. Der ganze Beweis redet konstant über diese A, B, C. Also es ist referenziert auf die gleichen A's. Also eins kommt. Der ganze Beweis hat hier draußen implizit feste A, das kann ich auch hinschreiben, die bleiben immer fest. Die darf ich jetzt dazwischen drin nicht wechseln. Es gibt Beweise, wo das vorkommt, dass ich plötzlich andere Namen habe, aber hier ist das alles konstante A, B, C, die irgendwie gut sind in der Logik. Eins kommt. Darf ich nicht zwischen einen anderen Namen sehen. Auch das Sache. Das ist ganz wichtig. Sagen, für alle wahrscheinlich ja. Naja, hier sage ich, sei A, B, C beliebig, aber fest, und dann bin ich gleich in dem Kontext, wo ich über feste Größen was zeige. So, jetzt machen wir, also, es ist spannend, ich mache heute den Kantor aufbrechen, und weil er nämlich, den schaffen wir auch noch. Da ist es alles spannend, ich bin ja froh, wenn es so viel Interesse gibt. Und das ist ein bisschen so diese. Aus den Fragen sehe ich schon, dass es in die richtige Richtung geht, also was das Spiel hier eigentlich ist. Ich habe jetzt da die Regel so hingeschrieben, dass ich halt dieses, also ich möchte jetzt hier eine If-Contradiction-Regel machen. Wenn ich also für irgendwelche A und C, also wenn ich darüber weiß, dass das nicht A äquivalent ist zu dem A, dann kann ich ein beliebiges C sozusagen daraus schließen. Das ist widersprüchlich. Gibt es da Vorschläge, wie ich das beweise? Also wir wissen nicht A ist Äquivalenz zu A, und das soll widersprüchlich sein. Gibt es Vorschläge? Ich würde gegen A folgen. In welche Ebene steht A zu C anfangen? Also wir sind in einem Kontext, wo wir mal annehmen, dass irgendein festes A, das nicht A, äquivalent ist zu A. Das nehmen wir an, und wir sollen jetzt irgendein C zeigen. Ich kann das hier auch noch hinschreiben, dass... Diese fixes Kontexte lässt man weg, aber die kann man in der Deutlichkeit haben. Also sei A und B seien jetzt C, seien coolsche Aussagen. Und nimm mal an, dass das nicht A äquivalent ist zu dem A, das nenne ich Stern, und zeige jetzt C. Nur eine andere Frage. Das schon von Folgendes-Theorie anspricht, die Folgeproposition feinschreiben, der falsch ist mit fixes Assumens. Ja, da kommt am Ende dasselbe raus. Ist es nur äquivalent oder bedeutet? Na, das ist, also meine Intention ist, dass nachher die Regel rauskommt. Wenn ich sowas habe hier, muss ich im Prinzip den Beweis so machen, dass ich hier reinsteige.
Das ist mir aber zu blöd. Stattdessen nehme ich leicht die Prämissen an und behaupte die Konklusion. Also ich habe sozusagen hier einen Schuss frei. Ich darf die oberste Ebene so aufdröseln und darf hier gleich einen Kontext hinschreiben. Nimm mal die Gizzi-Größen als fest an, dann habe ich mir Alpha-Toren gespart. Nimm mal hier noch ein paar Prämissen an, dann habe ich mir Implikationen gespart. Und dann meine Konklusion, das ist auch eine Art Hornklausel-Notation, aber es ist einfach ein lokaler Kontext. Und am Ende kommt dann das Gleiche raus, aber ich bin schon im Kontext. Ich kann das Ding Stern nennen und mich darauf direkt beziehen. Dadurch spare ich mir so Blabla, so logisches Blabla, dass ich das nochmal wiederhole. Das sieht schon besser aus. Das ist ein Versatzwort, was ich hier erkenne, das nur das Polen. Nee, also das muss man, also hier, dass diese Inferenz der Regeln, das wird irgendwie, also da gibt es ein bisschen so Trace, aber das muss ich mal machen, dass das in der IDE wirklich für Neulinge ist. Das ist wie Typinferenz, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, kannst du gar nicht anders als sofort zu sehen, welche Regel da angewandt wurde. Es ist für den Start, es ist aber wichtig, dass das System das, was ich per Hand eingesetzt habe, für dich macht. Also jetzt beweisen wir das. Also wir wissen, bei den Zoll, also ich kann das natürlich jetzt hier, wenn ich das Stern benutze und dann mit Blas, das ist meine aussagenlogische Sache, die kriege ich sofort weggefußt. Wir wollen aber wissen, warum das gilt. Also machen wir jetzt einen Beweis. Also warum gilt das? Also Vorschläge, wie wir das beweisen. False-Elimination? Ja. Oh. Da gab's so, ach so, okay. Da gab es noch eine Regel, die sagt False implicit C. Gut. Aber das wollen wir doch gerade, wollen wir nicht das gerade beweisen. Gibt es noch andere Vorschläge? Ihr habt viel Kiff-Erfahrung da, gibt es noch andere Vorschläge? Gibt es schlechtere Vorschläge? Stimmt, ja. Schlechtere Vorschläge? Nach dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten? Ja, genau. Geht nicht, wollt er nicht ab. Das haben wir noch nicht. Ja, genau. Gesagt, das geht. Also ich hatte gehofft, dass das kommt. Jetzt machen wir das, bevor wir die gute Idee umsetzen. Also wir machen jetzt eine Fallunterscheidung über A. Und der Ingo muss da schnell wegschauen oder sein Magengrill irgendwie sonst wie und dann dürfen wir einmal A annehmen und müssen sozusagen immer noch das C zeigen. Und in anderen Fall dürfen wir sozusagen das nicht A annehmen. Lass uns mal wieder ausstecken. So, jetzt sind wir fertig. Und jetzt fummeln wir das einfach alles zusammen hier. Also wir haben jetzt diese zwei Teilbeweise. Und jetzt habe ich den Modus Ponitz in beiden Richtungen bei dieser Equivalenz. Da kann ich mal wie in der Rutsche hin und her rutschen. Also, jetzt können wir sozusagen mit dem Stern, den muss ich nach vorne nehmen, diesen Doppelpfeil. Jetzt haben wir den Doppelpfeil und jetzt rutsche ich auf die andere Seite rüber. Jetzt habe ich sozusagen nicht A mit der Standardregel. Und jetzt können wir das nehmen. Und A wissen wir ja noch und jetzt eliminieren wir das. Es gibt einen Kurzschluss. Nicht AA, ich habe einen Kurzschluss auf was Beliebiges, zum Beispiel C. Dann haben wir den Teil fertig. Jetzt machen wir das hier drüben analog. Also wir haben jetzt nicht A, jetzt rutschen wir mit dem Stern da wieder rüber auf die andere Seite. Eine Ring, so. Und jetzt machen wir das Gleiche. Also jetzt nehmen wir dieses nicht A hier nach vorne, so eliminieren, muss das an der richtigen Stelle spielen. Show C, das ist die Simulation. Jetzt haben wir zweimal Not E da gemacht. Das ist oben so ein komischer klassischer Schluss. Also, der Beweis ist ISA, dieses Gerüst mit Assume und Show und sowas. Pure ist hier nicht zu sehen, hier sind keine Doppelpfeile und keine komischen Quastoren, sondern nur die Objektsprache. Wir haben ISA plus Full, was wir hier sehen. Und das ist ein allgemeines Prinzip, man kann diese Pure-Regeln meistens rausbringen aus dem Beweis. Es gibt genügend Sprachelemente in ISA, also dadurch, dass ich hier mit dem Kontext angefangen habe, musste ich nicht eine Pure-Regel beschreiben. Das ist so ein ISA-Prinzip. Das Pure ist so vornehm, dass es da unten in der Implementierung steckt. Außen sehe ich einen ISA-Beweis und ein Objektlogik-Hol. Propositionssprache. Und jetzt machen wir das noch schöner hier, weil der Inko da schon Magenkrämpfe kriegt. Und Punkt ist dann nicht immer die gleiche Regel, sondern eine nachdenkliche Regel. Also aus dem Zusammenhang. Einen weiteren Schritt. Hier habe ich ein Nicht-A genommen und ein A und mache einen naheliegenden Schluss. Also das ist die Elimination für das Nicht. Wenn ich das Nicht-A, das A schon habe, dann wird es eliminiert und es kommt irgendwas raus, zum Beispiel C. Als aus A folgt falsch halten. Das heißt, im Kontext haben wir jetzt die Information, dass A stimmt und wir haben die Information, dass aus A falsch halt folgt. Wo das Protest folgt falsch halt
und da kommt man noch 10-mal aus Konzentration. Also die Regel, die da angewandt wurde, ist diese hier, Not-Elimination. Die nimmt also nicht P und P und liefert irgendeinen Error. So, und jetzt machen wir mal diesen blöden klassischen Kram da weg, weil wir den nicht brauchen. Das Ganze ist ja widersprüchlich. Das heißt, es ist nicht so, dass wir ein A oder nicht A bekommen können, sondern dass wir A und nicht A bekommen können. Und das zeigen wir jetzt. Also wir müssen es gebacken bekommen. A so, und mit dem zusammen können wir jetzt sozusagen, wir können jetzt das beides haben. Schreibt es da mal hin, wir bauen es noch ein bisschen um. So, das ist der Plan für den Beweis. Und jetzt haben wir hier Struktur, die wir abtragen können. Zeige nicht als Zeichen, den ich A annehme und dann false zeige. So. Und wir müssen diese Löcher hier noch füllen. Also hier weiß ich jetzt A, jetzt gehe ich mit meinem Stern dann wieder auf die andere Seite. Jetzt habe ich wieder die Situation, die widersprüchlich ist. Jetzt habe ich ja noch das A. So, der ist fertig. Worauf bezieht sich das? Das ist einfach das wie ein Perl Dollar Underscore. Das ist das letzte Ergebnis. Das ist das letzte, was ich bewiesen habe, das letzte, was ich als Fakt, das ist Dollar anders. Ich war damals sehr stark auf Perl, jetzt weiß das. Warum dürfen wir A annehmen? Das ist ja nicht wirklich im Kontext, oder? Also wenn ich nicht A zeigen muss, dann darf ich nicht, darf ich das A annehmen, muss false zeigen. Das ist die Not-Einführung, die ich hier mache. Ah, ja. Also hier habe ich Struktur, um nicht A zu zeigen, darf ich das A annehmen und muss false zeigen. Ah, ja. Das false okay. zeige ich da unten. Und wenn ich das A habe, kann ich hier mit der Rutsche rüberrutschen und dann kriege ich das und dann das kann ich hier den Kurzschluss machen. Und jetzt haben wir sozusagen nicht A und jetzt nehmen wir den Stern und gehen darüber. So. Oder Ingo, bist du einverstanden? Ja. Kein klassischer Bullshit. Das ist ein wichtiges Prinzip, also auch in klassischer Logik, dass man wirklich sich klar macht, muss ich hier jetzt doppelt negiert alles umkaspern oder kann ich das auch sauber direkt zeigen, sozusagen. Dann weiß man nachher mehr, warum das gilt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, kann ich voll unterschreiben. Der Ingo hat das in seinem Vortrag, in jedem zweiten Vortrag, dieses Prinzip. Kann ich voll unterstützen, obwohl wir hier klassisch sind im Hintergrund. Ich könnte das mit Blas wegpusten, aber jetzt habe ich gelernt, warum das gilt. Da mache ich nicht irgendwie eine Boolsche Wertetabelle oder so ein Schmarrn, sondern ich bemerke, also ich kann jetzt natürlich, das war deine Idee, du wolltest die Not-Elimination gleich hier am Anfang machen. Das kann ich natürlich machen, statt dass ich die am Ende da unten mache, mache ich die am Anfang und dann zeige ich einfach diese beiden Sachen. Und dann fällt da dieser Zwischenschritt weg. Da sieht man auch dadurch, dass ich die Regel am Anfang spezifizieren muss, hier wissen wir noch nichts. Und dann muss ich sagen, ja, jetzt wende mal die Regel an und ich sage dann schon, was später kommt. Ich glaube, das ist der kanonische Beweis für das Ganze, oder? Den Stern haben wir außerhalb nicht A. Hier können wir hin und her rutschen mit dem Stern. Das ist einfach. Das ist quasi, also vielleicht zeigst du nochmal die Not-Elimination oder so. Die Regel kann ich nochmal zeigen. Also, wenn ich da war auf den Slides auch drauf. Not-E. Man wusste quasi, dass wenn man false hat, dann kommt man auf alles. Das ist die Hornklausel-Darstellung mit diesen Pfeilchen. Also, wenn ich vorne jedes Ding habe und als zweites dann das Ding ohne Negation, dann liefert das einen Kurzschluss und da kommt false raus, aber dann eliminiere ich das gleich, also die Regel ist besser, weil die irgendwas liefert. Und bei den Eliminationsregeln steht das Konnektiv immer vorne und ich muss die Reihenfolge so hinfabrizieren, dass das dann auch, wenn ich die Fakten zusammenstecke, dass das so hinkommt. Deswegen schreibe ich manchmal from this und manchmal with. Also das with hier ist eigentlich nur eine Abkürzung. From Stern and this, der Reihenfolge.
das braucht man so oft, dass ich das dann gekürzt habe. Und das hier unten ist so selten und das soll sozusagen verdeutlichen, dass halt die Reihenfolge anders ist als sonst. Und dann schreibt man es halt explizit. So, und jetzt machen wir Cantor. In den letzten zwei Minuten. Wir machen jetzt Cantor, der muss kommen. Und Cantor. Cantor sagt, also der Ingo hatte da, also da ging es darum, natürliche Zahlen. Und kann ich damit sozusagen auf reelle Zahlen, also kann ich eine Surjektion auf reelle Zahlen machen? Ich zähle dann hier die Zahlen durch und kann ich jede reelle Zahl damit abtasten? Also gibt es eine Surjektion und Cantor sagt, das ist nicht möglich. Also es gibt keine Funktion f, die von nat nach min geht. So, jetzt muss ich sagen, dass die surjektiv ist. Das heißt, für alle x existiert y, sodass y gleich f von x ist. Ist das richtig? Ich muss es. Für alle x, alle y. Ja. Haben ein Urbild. Ja, genau. So, und das Real ist hier nicht drin. Ja. Und da müsste ich jetzt hier, das ist wie bei der alten C-Library, müsste ich jetzt hier die reellen Zahlen reinnehmen und gleich die komplexen Zahlen. Und das. Aber das sind jetzt wirklich natürlich keine Floats, was oder? Das sind echte reelle Zahlen. Das sind echte natürliche Zahlen, echte reelle Zahlen, klassische. Und jetzt hattest du in deiner Präsentation gesagt, okay, reelle Zahlen kann ich mir vorstellen als unendliche Binärbruchentwicklung. Das ist sozusagen eine unendliche Sequenz von nat nach bool. Und diese Struktur ist isomorph zu nat set, also das ist der Power-Set-Kombinator. Das haben wir jetzt nicht bewiesen, das habe ich einfach in der Problemstellung jetzt hier so umgeformt. Und jetzt bemerken wir noch, dass dieses nat uns überhaupt nicht interessiert. Das machen wir jetzt auf, von A nach A-Set. Also ich habe jetzt irgendeinen Typ A, ist völlig egal, was das für ein Typ ist, zum Beispiel natürliche Zahlen. Nö, irgendein Typ, völlig beliebig, natürliche Zahlen. Oder Reals. Ja, oder irgendein Funktionenraum darüber, also völlig beliebiger Typ. Und dann mache ich ein Powerset drüber und für alle, jetzt machen wir, schreiben wir das anders, also das soll ein A, ein groß A und ein klein A schreibe ich da jetzt. Und das groß A soll dargestellt sein über f von klein a. Oder ist jeder damit einverstanden? Ja. Das ist die Aussage. Also es gibt kein f von irgendeinem Typ a auf die Potenzmenge von a, sodass dann für alle das groß a hat hier den Typ, den muss ich nicht hinschreiben. Das ist eine Frage beim Gemeinsamen auf. Genau. Genau. Dann ist es einfacher. Da muss ich da nicht rumkaschern mit irgendwelchen konkreten Sachen. Ein guter Mathematiker macht das sofort. Jetzt beweisen wir das schnell. Was ist die Frage? Der Schluss, dass die Potenzmenge von den natürlichen Zahlen die reellen Zahlen sind, ist aber auch nicht richtig. Dass das gleichmächtig ist. Und das kannst du informell eben, wie der Ingo das damals sagte, wenn du dir eine Binärbruchentwicklung vorstellst, die ins Unendliche geht. Das ist dann diese quer. Das waren diese Binärfolge. Das kommt jetzt gleich. Also es gibt einmal dieses Diagonalargument, das folgt jetzt in Kürze hier im Beweis. Nur auf eine leicht andere Art und Weise, weil es jetzt nicht um Ziffern geht, weil wir es gerade gemeint haben auf beliebigen Basistypen A. Und eine andere Frage ist, wie zeige ich, dass die Potenzmenge der natürlichen Zahlen dasselbe ist wie R, nicht morgens tun, ja? Das haben wir hier jetzt nicht gemacht, aber man könnte es machen. Und das informale Argument wäre, naja, wenn du eine reelle Zahl hast, dann schaust du die Binärentwicklung an. Und dann siehst du vielleicht, an den und den und den Ziffern Position steht eine 1 und an der anderen Position steht eine 0. Und jetzt betrachtest du die Menge all der Positionen, wo eine 1 steht. Das sind Teilmenge von natürlichen Zahlen. An Position 7 und Position 100. Und so kannst du aus jeder reellen Zahl eine Teilmenge der natürlichen Zahlen machen. Also diese Menge aus dem Powerset-Bereich sagt an der Stelle n, ob da das Ding drin ist oder nicht. Das ist so ein Boolscher Vektor, der unendlich lang ist. Und dass das wirklich die reellen Zahlen
exakt darstellt, ist ein einfacher Analysis-Beweis sozusagen. Und da müsste man aber eine ganze Menge Analysis-Formal entwickeln, da wollen wir uns drum drücken. Wir tun das Problem informell umformen, dass wir so lange reden, bis wir da einverstanden sind, dass das gleiche oder ein allgemeines Problem ist. Und dann zeigen wir das allgemeine Problem formal. Und dann hast du so, und das ist ganz typisch, wenn du formale Beweise machst, das ist so dieses Goethe-Prinzip. Der Goethe hat gesagt, Mathematiker sind wie Franzosen, erst übersetzen sie es in ihre Sprache und dann ist es etwas ganz anderes. Also wir machen jetzt hier so einen Not-Einführungsbeweis für diese Existenz. Goethe hat es so gesagt. Zumindest habe ich das so gesagt. Also hat sich die letzten Planer da nichts geändert. Da gibt es ja viele Mathematiker. Man hat halt Goethe zugeschrieben. Also, das ist ja eine gute Idee, oder? Ja, das da unten brauche ich nicht, das kann ich löschen. Das ist Unsinn hier. So. Also jetzt habe ich eine Ebene abgetragen. Jetzt haben wir hier, also der Ingo hat damals gesagt, da käme irgendein Typ und es hat ein F und dann machst du da draußen einen Widerspruch. Also da habe ich nur ganz einfach hier eine Not-Einführung gemacht. Also ich weiß jetzt, dieses existiert F, jetzt eliminiere ich das. Das heißt, ich darf jetzt F mir schaffen, also ich darf lokales F annehmen, diese Eigenschaft. Also das F ist hier so eine Funktion von A nach Power Set, diese Eigenschaft hier. So, also aus dem Exist, da schaufel ich das frei, da kriege ich jetzt ein F, ein hypothetisches F, was diese Eigenschaft hat. Das ist normale Existenzelimination. Ach, das ist ohne Beschränkung der Allgemeinheit? Nö, das ist Existenzelimination. So funktioniert es. Es gibt eins, also nenne ich es F. Naja, es ist ein bisschen, also es ist nicht nur, es ist gar nicht so einfach zu verstehen. Ich habe eine abstrakte Existenz und ich darf jetzt hypothetisch ein Zeugen für diese Existenz annehmen. Und dann darf ich was zeigen und in dem Ergebnis, was ich zeige, darf dieses hypothetische Ding nicht vorkommen. Und dann mache ich das alles wieder zu und dann vergesse ich, dass ich dieses hypothetische Ding in der Hand hatte. Also die Existenz erlaubt es mir, lokal einen stummen Zeugen zu bekommen. Und es gibt auch Beweise, die beweisen, dass man das machen darf, oder? Ja, das habe ich hier gemacht mit zwei Pünktchen. Das ist nämlich die Existenzelimination, dass ich das machen darf. Ich weiß die Existenz. Und ein Standardschritt ist die Existenzelimination. Jetzt habe ich es freigeschaufelt. Jetzt habe ich dieser, das F, habe ich in der Hand. Das ist quasi eine Normaltheorie. Das auch also es ist aufgrund der Definition des Existenzquantums ist es eine Schlussregel, die als Theorem da ganz am Anfang bewiesen wird. Oder es ist axiomatisch in der Logik oder so. Also Existenzelimination ist elementar. Das kommt aus der Folge aus der Richtung. Also, all diese Fragen sind in dieser drei- oder fünfseitigen Theorie beantwortet, wo das alles von Null an definiert wird. Und dann kann man sagen, aha, da ist der Existenzquant, so ist der definiert und hier wird die Regel bewiesen. Da haben wir leider heute keine Zeit, dazu das anzuschauen. So, bis jetzt ist noch nichts passiert. Eine Bemerkung, nämlich mit den Ausgangsaktionen, hat das hier noch gar nichts zu tun. Ja. Überhaupt nicht. Also kann man auch denken, weil das verwandte Konzepte sind, aber Ausgangsaktionen hat hier noch überhaupt keine Rolle. Das ist ganz wichtig. Das ist ja nur so eine Art Split-Kombinator oder so ein Pattern-Matching-Kombinator, den wir hier machen. Also ich habe ein Ding, was so eingepackt ist und jetzt gibst du eine Funktion an, die, wenn du so ein Ding präsentierst, dann was macht. Das ist der Eliminator für deine Datenstruktur gewissermaßen. Das hat also nichts mit... Fold. Ja, also eigentlich Skala diese Destruktoren, also oder Pattern-Matching, also dass ich sage, case bar off. Also ich darf das Ding zerlegen. Das ist halt hier abhängig. Der Existenzquantum ist halt. Dann hast du das in der Hand und das Case. Genau. Gib mir ein hypothetisches F mit der Eigenschaft. Das habe ich jetzt. Das kann ich hier oben und dieser kann ich direkt dieses F. Hier ist das F. Das habe ich jetzt. Jetzt habe ich das F. So, und jetzt machen wir hier dieses Diagonal, die Diagonalkonstruktion mit dem F. Also ich mache jetzt eine Abkürzung. Das ist einfach nur so eine namentliche Sache. Jetzt mache ich die Menge aller X. Das ist die Cantorsche Denormalmenge. Und jetzt kommt der eigentliche Beweis. Also hier ist die Hauptidee, dass wir dieses E verwenden. Und jetzt setzen wir das hier für A ein. Also hier dürfen wir ja alle A's nehmen, für alle Mengen. Also wir machen jetzt das hier, das nenne ich jetzt Stern. Jetzt habe ich hier die falsche Taste gedrückt. So,
Also hier haben wir eine universelle Sache, die machen wir jetzt speziell für das Fragezeichen D. Also wir machen jetzt um Stern H. Und da setze ich jetzt das D ein. Und dann mache ich den Quantum-Weg, einen Schritt. So. Und jetzt machen wir diesen Ex-Quantum-Weg, der da steht. Also then obtain A. Jetzt habe ich mich da reingegraben. So, jetzt habe ich also ein A. Also jetzt habe ich diese Gleichung. Und jetzt fragen wir uns, diese Gleichung zwischen Mengen. A-Set. Und jetzt fragen wir uns, ob das A in dieser Menge enthalten ist. Also ich tue jetzt diese Gleichung, aus der Gleichung schließe ich jetzt, das ist auf beiden Seiten ein A-Element sozusagen. Also A. Das ist äquivalent zu A in F von A und das have, then have. Also ich stecke das einfach in diesen Kontext rein, wo ich frage, ob das da Element ist. Bei Simp oder Last. Element, nicht Element. Ja, das habe ich hier falsch gemacht. Das ist so, gell? Auf beiden Seiten. Also frage ich, ob sozusagen, das ist einfach eine Gleichungskonsequenz. Solche interne Sitzung. So. Und jetzt erinnern wir uns an diese Definition von D, das können wir hier auch, also wir können jetzt sozusagen diesen Termus vom System zeigen lassen. A im Fragezeichen D. Und dann sagt das ja, du hast ja da oben das so definiert und ich habe das ausnormalisiert und das ist jetzt diese Aussage, die steht da wörtlich. Das heißt, ich mache jetzt einen Punkt Beweis, dass das hier äquivalent zu. Ein Punkt, das ist direkt, ist das richtig, denn habe ich einen Grund zu viel hier. Das ist einfach das Gleiche hier, das D habe ich hier expandiert. Syntaktisch das Gleiche. Und wenn wir jetzt hier diese Komprehension einfach einsetzen, das ist wie so eine Funktionsanwendung oder sowas, also wenn wir das hier anwenden, dann wissen wir das hier. Da muss ein A hin, da muss ich es richtig einsetzen, so. Und dann haben wir doch vorhin dieses tolle Theorem gemacht. Also normalerweise in den Büchern steht dann immer, ja, das ist jetzt klar und so. Aber so klar war das ja nicht, das Thema. Jetzt sind wir im Prinzip fertig. Und jetzt räumen, also wir sind jetzt fertig. Sie haben ja vorhin, wenn wir diese komische widersprüchliche Äquivalenz haben, kommt irgendwas raus, insbesondere false. Und jetzt verschönern wir das noch, weil hier noch Sims stehen, weil hier noch Müll steht. Wir irgendwie, also zunächst mal, also ist alles klar, gell? Und wir tun jetzt noch Müll wegschmeißen, dass es noch klarer wird. Jetzt kopiere ich das. Kantor-Strich oder was. So. Und jetzt schaue ich mir das hier an und sage, komm hier, also das hier mit dem Element und dann mussten wir in diese Komprehension mit dem Simplifier rein und hier dieses Umkaspern und so. Es ist mir zu doof mit dieser Mengenkomprehension umzukaspern. Jetzt mache ich die Repräsentation, die Menge dieser Powerset-Geschichte ist ja das gleiche wie ein Prädikat. Das hatte der Nico auch in seinem Vortrag. Das ist aber nur in Hohl wirklich das gleiche. In Mathematik nicht. Normaler Mengenlehre sind Prädikate und Mengen was anderes. Prädikate könnten ein bisschen mehr sein. Hier in Hohl ist das wirklich 1 zu 1. Also ich habe jetzt da einfach den Typ verändert. Das mache ich hier unten, ziehe ich das hier durch. Wo ist diese Funktion A? Die liegt jetzt, wo ich das jetzt hier entsprechend reformieren. Und das müssen wir jetzt hier mit Lambda-Kalkül hinschreiben, da schreibe ich jetzt eine Funktion hin, also Lambda x und Element ist einfach Anwendung, also Strukturunfall. Werden wir gleich sehen, wenn wir fertig sind, weil es näher an Haskell dran ist. Weil es ist gewesen, dass es quasi gleich mehr Klassik ist, oder das genau.
Also dieses A-Set und das Prädikat, das ist wohl so definiert, dass das das gleiche ist. So, also hier mache ich jetzt, also not, f, das ist dieser Diagonalprädikat, das ist das gleiche. Und jetzt mache ich folgendes hier, statt diesem Element mache ich jetzt einfach Applikation. Okay, also das dieser Schluss ist einfach auf eine Gleichung auf beiden Seiten A kommt, da gibt es eine elementare Regel dafür, dass ich einfach, kann ich nochmal anschauen. Sieb schon, aber ich möchte es im Blick kriegen. Also hier habe ich eine Gleichung und dann wende ich F hier an auf diese beiden Seiten, dann kommt wieder eine Gleichung raus. Und hier steht jetzt einfach schon direkt eingesetzt, da muss ich jetzt da nichts rumkaspern, da steht jetzt also. Na, ich setze es da gleich ein. Also so. Dadurch, dass die Mengen wegfallen, ist das einfach ein Lambda-Kalkül und das setzt sich von alleine ein, da muss ich nichts machen. Und jetzt. Ja, jetzt haben wir das, haben wir da schon. Dann kann ich diesen Schritt löschen. So, jetzt habe ich das aufgeräumt und jetzt haben wir den gleichen Beweis, etwas einfacher. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Hier ist dieses Diagonalprädikat. Also das wäre dieses f von x, was wir dann an jeder Stelle invertieren. Und dann setze ich das da oben ein, dieses Stern, und dann eliminiere ich das, dann habe ich diese Stelle, und dann habe ich das, und dann erinnere ich mich daran, dass es das ist, und dann bin ich das volle Diskontakt. Und jetzt kann ich das noch wegwerfen, weil dieses A-Kong hier nicht elementar ist. Da kann ich jetzt hier das noch auf die Einführung und Elimination der Gleichheit reduzieren, also Reflexivität. Jetzt bin ich ganz pur. Jetzt habe ich für jedes Konnektiv nur elementare Schritte eingesetzt. So steht es in diesem Higher-Order-Logic-Beispiel, was ich dann auf der Mailingliste rumschicke, wo ich von Null an, von Pure, ja, natürlich schließen an, das Ganze hochziehe auf ein paar Seiten bis zu dem Cantor-Beweis. Wäre das wunderbare Beweis, also wer glaubt, ich weiß nicht. Jeder hat den Beweis verstanden. Die Frage wäre, ja, also das hat Larry Paulson vor 25 Jahren gemacht, der hat dann Einzeiler und dann hat er die Tools so hingetrimmt, dass die gerade den Cantor beweisen können. Und da war er sehr stolz drauf, das ist weiterhin da und ich habe vor ein paar Wochen, als ich letzten Herbst nicht im Curry Club, sondern in Bonn war und Isabel Kurs gegeben habe, habe ich diese Beweise abgestaubt und habe diesen Beweis rekonstruiert aus diesem Einzeiler, der sagt bei, best, bla, sonst was in einer Zeile und habe sozusagen herausgefunden, warum gilt das überhaupt? Und dann kam das raus. Also hier lernen wir rein didaktisch, warum das gilt. Jetzt allgemein ist so ein Beweis relativ schwierig, weil wir hier so eine Higher-Order-Sache haben mit so einer Prädikatsgeschichte. Also das ist relativ schwierig, da einen automatischen Beweis zu machen. Da war Larry vor 25 Jahren sehr stolz drauf. Und da müsste man jetzt mal die ATP-Leute fragen, Christoph Benzwiller zum Beispiel, was der dazu sagt, ob da allgemeine Prinzipien dahinter sind oder ob das nur so hingefrickelt ist, bis das dann funktioniert. Also die Faustregel mit den Tools, die du in Isabel warst, ist eigentlich, dass wenn du irgendwas von Hand oder wenn du irgendwas instanzieren musst, also wenn du zum Beispiel irgendwas allquantifiziert hast, musst du es irgendwie instanzieren, dann musst du es in aller Regel von Hand machen. Weil die Tools nicht anfangen und versuchen irgendwie zu raten, womit sie es instanzieren können. Sobald du dieses F obtained hast und das D definiert hast, ab dann geht alles automatisch durch. Aber dieses D zu finden, das ist eine schwierige Sache. Also hier habe ich jetzt Sledgehammer auf die Behauptung ganz am Anfang angewendet und es wird noch eine Weile dauern, die werden jetzt hier alle Timeout liefern, weil das alles First-Order-Tools sind und die können dann nicht plötzlich hier diese Prädikatsinstanzierung da machen, das ist D. Und das war eben vor 25 Jahren schon schwierig und da hat der Larry das so hingefrickelt, dass es automatisch ging und hat es ganz stolz dann in seinem Papier da veröffentlicht. Und dann ist das eine nette Sache, aber der Beweis ist scheiße. Ich habe zwei Fragen und zwar die erste ist, die Übersetzung überhaupt so gemacht, dass die First-Order-Tools eine Chance hätten, den Beweis zu finden? Also könnte man in deren Kalkülen einen Beweis jetzt konstruieren? Also da musste Jasmin Blochette fragen, der hat in den letzten Jahren genau da gearbeitet und hat auch mit Christoph Benzmüller mit all diesen Leuten zusammengearbeitet und da ging es genau um diese Fragen, kommen da wirklich auch Higher-Order-Beweise raus? Also da haben die, glaube ich, Teilantworten, aber ich weiß sie nicht. Die müsste man fragen, Jasmin Blochette und Christoph Benzmüller, die in den letzten Jahren ihre wissenschaftlichen Karriere darauf verwendet, mit solchen Fragen sozusagen. Okay. Die zweite Frage ist, weißt du, wie das der Beweis, warum Isabel den Beweis automatisch findet?
Also weil das, weil Eric Paulsen da die Tools so gemacht hat, und da gibt es auch einen Kommentar, an dieser Stelle muss die Suche so sein, sonst geht der Kantor nicht. Das ist einfach eine Frage, wie du den Suchraum aufbaust, und das Higher Order Unification zufälligerweise ist so eine Art Logikprogramm, Higher Order Logikprogramm, und der Larry hat da so eine Best-First-Suche gemacht und ist so hingefrickelt. Und dann, vielleicht kann man den Kommentar. Der muss ja irgendwo mutwillig diese Negation da einführen, vermutlich. Also der synthetisiert tatsächlich dieses Fragezeichen G, dieser Beweis. Ja, ja, genau. Und warum das so ist, kannst du Larry fragen, ob er das nicht so lange hingefrickelt hat, bis das, oder ob da irgendeine tolle Idee dahinter ist. Ich fand den, also der ist irgendwo, ich kann auch die Beweise, wenn man jetzt so bewusst ist, was er da ist. Ich wollte nur kurz sagen, ja, ich bin ungefähr dann in 10 Minuten einpacken, genau, und den Laptop und dann zum Bahnhof. Genau, wir sind schon über der Zeit. Also Kantor wird bald durchgepeitscht hier. Spannend, gell? Also Kunst und Schönheit, Schönheit und Kunst, das ist die Kategorie sozusagen, mit der ich mich einordnen möchte. In der Realität sind aber so viele Beweise nicht so aus wie das hier, sondern es ist irgendwie eine Reihe von, also entweder sind sie viel größer als das, oder was auch oft vorkommt, dass sie so eine Reihe von Low-Level-Sachen sind, wo man irgendwie der Reihe nach imperativ auf dem Goal-State rumhantiert. Dass man erstmal schaut, das ist so, man macht nicht mal so ein exploratives Vorgehen, man schaut erstmal, wie kann ich das System so handeln, dass es meinen Beweis akzeptiert. Dann habe ich irgendeine Idee, was ich tun muss, und dann versuche ich daraus so einen Beweis in dieser Struktur hinzulegen, damit das dann irgendjemand anderes ausrichtet, dann halt noch verstehen kann. Ich hatte mehrmals auch diese Higher Order, das ist eine Imitation von Hohlen, das zeigt, wie Hohlen im Prinzip funktioniert. Und dann führe ich hier die beiden Pfeile ein, nämlich den Multiplikationspfeil und diesen P-Pfeil. Und dann mache ich hier Gleichheit mit Reflexivität und Substitution, dann mache ich die ganzen anderen Konnektive. Dann kommen jetzt hier unten, false wird hier definiert, true wird definiert, not wird definiert, das ist einfach A nach false. Hier wird alles definiert, dann werden diese Regeln alle bewiesen, Konjunktion wird so definiert. Das ist einfach der Eliminator, das ist so ein Standardtrick vom Gänzen schon. Disjunktion wird dann, das ist sicher in den Kategorien, da irgendeine Bla-Konstruktion. Disjunktion, das wird hier alles bewiesen. Hier ist der Exquantor, der wird so definiert. Das hat der Gänzen 35 schon gemutmaßt, dass das ein allgemeines Prinzip ist. Das hat er aber dann nicht formal. Und hier unten ist dann Cantors Theorie. Und dann ist diese If-Contradiction hier. Und da haben wir ja keine automatischen Tools an der Stelle, dass er nichts. Und dann habe ich hier genau den gleichen Beweis. Sozusagen der minimale, jetzt haben wir sozusagen